Moin, moin. Servus und hallo. Na, guten Tag. Hi. Habt ihr es wieder zurückgeschafft in den Stream? Unbeschadet? Alles gut? Moin, moin. Hallo, na, guten Tag. Hi. Ja. Ich sag's, ich hab so einen kleinen Nap gemacht. Eine halbe Stunde. Ich bin noch nicht so ganz frisch. Wir starten gemeinsam in den Stream. Ich muss jetzt gucken, in welchem Jahr wir uns gerade befinden. es war heute eigentlich gar nicht mal so anstrengend, der Dienst an sich, aber ich sag mal, das Mittagessen ist ganz schön quer gelegen. Miss Katie Momoen. Generell, wir fangen mal an, würde ich sagen, einmal Momoen an alle. Miss Katie Momoen, Felix Momoen. Pascal Momoen, Luxbacher Momoen, Chrissy Momoen, Anorex Momoen, Anorexi Momoen, Entschuldigung. Schön, dass ihr da seid. Freut mich. Wir schnacken gar nicht lange rum. Wir schauen, dass wir gleich in den Dienst starten. Ja, Klausi hat sich auf die vorne Haut gelegt. Gelegen. So habe ich übrigens vor, ich sage jetzt mal, etwas mehr als einer halben Stunde auch noch ausgesehen. Ohne den Gummihandschuhen. Ja, lass einfach mal gucken, was wird. Schauen wir mal, was wird. Wie geht's euch allen denn so? Alles gut? Habt ihr auch so gut gegessen wie ich? Sagt euch, ey. So ein Pulled Pork selbst gemacht, das ist halt echt gut. zur Feier des Tages mäßig. War schon ganz toll. Ah! Und eigentlich, na ja, egal. Meine Güte. Jetzt? Ja, jetzt super. Wundervoll. Anorexi, vielen Dank für die Frage. Mir geht's soweit ganz gut. Ich bin einfach nur todesmüde. Ich weiß nicht, ich habe die letzten paar Tage nicht so gut geschlafen. Und spüre es halt gerade gewaltig, aber wird schon gehen. Gut soweit, die 6-Tage-Woche nervt mich, kann ich verstehen. Dann geht Ben, du Koffer. Vegas, moin. Nix. Moin. Servus. Moin. Moin. Ja, hallo. Gibt es eine Reitstelle? Ja, ganz hier. Was? Ja. Der Herr El Comandante. Jesus, Treffer! Jimmy! Yeah, okay. Komm! Ich freue mich so, dass der Kommandant da ist. Ich kann meine Freude kaum zügeln. Würdest du mich bitte notärztlich versorgen? Bitte? Haben wir einen Zivi da? Am besten unausgebildet? Ja. Perfekt! Ja? Du bist gut genug. Okay. Sehr gut. Tomatensuppe mit 3 Zwiebeln drin. Es kommt keiner an mich an. So ein Pulled Pork ist schon ganz geil gewesen. Pauli Momoen, THWMS Momoen, ja. Mutz Moritz Momoen. Dann müssen wir ins Krankenhaus fahren. Fotzen Kobold, ich meine natürlich Leitstelle von Klausi. Kommen. Sind seelische Schmerzen. Die Leitstelle kommen. Vom Klausi. Ja, grüße, der Klausi ist da. Ich würde einen Neff für Sie besetzen, wenn Sie wollen kommen. Ich glaube, ich brauche ein bisschen mehr. Gerne machen. Du weißt, was ich meine. Ja, verstanden, Donnerspital, Neff im Dienst. Ja, Halt da mal still, ich gehe mal mit dem Dacker drüber. Okay. Habe ich eben im Herrn von uns zu auszahlt, aus dem Büro. Perfekt. Herzstück. Mein Puls aus gerade 113, das ist nicht so prickelnd. Also bei mir schaut alles prickelnd aus. Bei mir nichts. Blinkt alles. Bei also dir blinkt alles? 113. Ja. Warte, dann halte mal still. Ich probiere mal, ob ich da vielleicht nochmal. Ja, genau. Oh. Super. 1A. Perfekt. Blutig alles 152 zu 102. Das ist die Aufregung. Versuche nicht zu verbluten.
Ich gebe mein Bestes. Scheiße. Es geht nichts über Pulled Pork. Alter, Pulled Pork selbst gemacht. Das war halt eine Offenbarung für mich. Obwohl, du kannst schon was fahren damit. Was halt noch einteilt werden dafür. Haben wir zuerst gekriegt, gell, Herr Niederberger? Was hast du denn gekriegt zur Bildung? Was ist? Hast du schon wieder Essen gebracht? Na, ja. Ja, der Bruderherz. Okay. Ich war beim Wiesbauer gewesen und der Wiesbauer hat uns dann alle hochkant rausgeschmissen. Zu Recht. Ja, verstehe ich. Das wollte ich auch gerade sagen, also. Ja, nein, er muss weg. Schmeißt mal lieber die Kundschaften raus. Blase muss platzen. Die Blase. Achso, schön. Interessant. Ich sage jetzt einmal nichts zu deiner Behandlung. Wie geht's da? Ja, müde. Lebst du noch? Ist eigentlich ganz gut. Ja. Okay, wunderbar. Sehr gut. Ich werde mal das Auto auspacken. Viel Spaß. Pauli, danke der Nachfrage. Mir geht's soweit gut. Ich bin nur einfach arschmüde. Ich glaube, das wird ein kurzes Intermezzo. Vor allem, weil ich die Woche nochmal streamen werde. Also am Wochenende. Am Sonntag wird es nochmal einen Stream geben. Und da werde ich, glaube ich, heute nicht so lang machen. Deutsch. Anwesend. Wird meine Frage fürs Lesen, das. Das hast du mir schon mal geschrieben auch? Ja, habe ich dir geschrieben. Ja, ich bin nebenbei am Bearbeiten gerade. Okay, was, danke. Das geht ja nicht. Was geht denn nicht? Naja, okay, wird schon. Boah, Friedel, moin. Wie gesagt, ich habe keine Ausbildung für den Fahrer. Kein Fahrer? Na, weil ich gerade überlegt habe, nicht? Weil der kann ja rein theoretisch das RK nämlich auch als Notarztfahrzeug fahren, gell? Echt? Das wäre mal neu. Und nein, ich aktuell bin ich Rettungsdienstleiter, also wäre mal stark neu. Na ja, aber ich weiß nämlich nicht. Mir war mir sicher, dass man irgendwas gesagt hätte. Echt? Denjenigen schick bitte zu mir. Wenn ich wüsste, was wollen. Den schick bitte zu mir, ich werde dann dem seinen Kopf mal ganz gewaltig waschen. Okay. Und zwar ohne Head and Shoulders. Ah ja, okay. Könntest du kotzen? Wieso? Nicht schlecht. Ja, gut, ist gut. Hallo? Wer ist hier zur Not auch Arzt? Im Notfall seine Täter. Ah, okay. Herr Zarisch, Sie haben doch sicher meine Nachricht empfangen, oder? Welche von den 180.000? Herr Zarisch. In den Abstimmungen. Die habe ich erhalten. Ich habe die erste Seite geschaut und hätte irgendwie schon so ein paar Anmerkungen gehabt. Ich würde es aber eher gesammelt zusammenschreiben, weil. Na dann. Wenn ich es alles einzeln schreibe, ist glaube ich eher ein bisschen. Ja. Richtige Ficker-Prüfung, was? So, na gut. Nein. Was denn? Ich glaube mal, eine Ficker-Prüfung ist nicht. Naja, für gewisse Leute schon. Also, eine Frage würde ich raushauen, alleine weil es erste Hilfe ist. Havara, wir reden von einem Arzt. Na, es ist aber keine ärztliche Prüfung, ja? Ja, ist richtig. Aber wir reden von Personal, das hoffentlich schon so ein bisschen im Rettungsdienst fährt. Also so, das sollte schon zumindest NFS NKV-Wissensstand haben. Ja, das kommt später. Vorne ist erstmal so basic, ja. Achso, okay. Na gut, dann. Dann mal, wie gesagt, ich werde es bei Ehren halten, aber ich muss mich jetzt mal gerade um die Rack kümmern. Ja, Mann. Dann muss ich nochmal reinschauen, ob sich da hier von und zu schon aufgerafft hat fürs andere Dokument oder ob er immer noch am Schlafen ist. Achso, ja, ich verstehe. Und wenn das erledigt ist, dann können wir drüber reden.
Machen Sie das, Herr Sarik. Wundervoll. Ja. Oh. Scheiße, ich glaube, du hast noch keinen depperten Spitznamen, oder? Doch, Diago. Na, der Diago war der andere. Nee, ich war Diago. Du warst der Diago? Genau, Diago. Diago Stini. Na, ein Prüfling hat mal geschrieben, wer ist im Kommando? Diago, Herr Diago, Kommandant. Ich glaube trotzdem, dass er da mit dem anderen gemeint hat, aber... Ja, glaube ich auch, aber ab dahin bin ich auch Diago. Ich glaube, mit dem Praktikanten bin ich heute gefahren. Nee, das ist schon lange her. Okay. Ja, aber bei der Antwort ist er immer noch Praktikant. Ach, Herr Shepard, guten Tag. Woran mehr? Ja, genau. Bin Chef und Arzt, was los? Leitstelle außerdem. Schau, das nenne ich mal Respekt. Willst du nachher mit dabei sein beim Bewerbungsgedöns? Hast du Termin oder wie? Eine haben wir um 20.20 Uhr. Ja, komm ich schon dazu. Kannst ja noch überlegen. Kann mich dazu knallen, wenn gerade kein Einsatz ist. Warum nicht? Passt. Super. Bis Wonderful. Bleib geil. Was schreist du? Ich schrei immer. Darf ich eigentlich einmal ganz frech fingen? Sie sind Leiter nachfragen. Bitte? Darf ich einmal ganz frech fingen? Praxisanleiter nachfragen? Würde ich heute fragen. Also die, offiziell ausschreiben, dass du hochoffiziell dir deinen... ich kann fliegen. hochoffiziell den auf your Channel. Also ich ich glaube eher nee. Timeout. Lass ein bisschen was rein. Bank zu deinem nächsten Einsatz und kurz zum Einsatz fliegen. Stimmt. Bist du nur jetzt hier? Bist du jetzt hier? Probier das einmal. Hast du eine Schnitzel bitte? Baufriedel! Nein! Nein! Ich weiß, worauf du raus willst! So, böse! Kevin. Ich gehe außer Dienst. Ich bin vermutlich in, weiß nicht, 2 Stunden oder so wieder da. Hm. Ausnahmsweise. Also, Moritz, einmal neu laden, einmal F5. Na ja. Ciao. Servus. Kartoffelsalat, moin. Bei dir auch? Okay, aber ich hau eigentlich ganz gut raus. Also ich habe keine ausgelassenen Frames, alles gut. Vielleicht ladet nochmal neu. F5. Solltet ihr einen RTW auspacken mit 64%? Das war gerade meiner. Nachdem ich nachher wiederkomme, ich danke später. Nur dass ihr Bescheid wisst. Wonderful. Ist notiert. Im Negativen. Sehr gut. Genau, da wollte ich. Neuladen hat's nichts gebracht. Oh, das ist interessant. Die Angela aufregen. Weil bei mir, also raushauen tue ich eigentlich ganz gut, ohne irgendwelche Einschränkungen. Guck mal nochmal. Hermelsens außerdienst. Bahanois. Baufriedel. Ich weiß, worauf du raus willst mit dem Schnitzel, mach nicht. Twitch schließen und neu reinkommen. Ja, okay. Dann ist es ein Twitch-Fehler mal wieder. Wäre nichts Neues. Hab nur Hunger. Hm. Baufriedel, ist heute ganz schwierig, weil heute ist Schneeblutag. Anscheinend. Hab nichts ordentliches mehr zu Hause. Wie gesagt, ich hab's mit Schneeblutag verbunden. So, bin zu faul, was zu bestellen. Wie kann man zu faul sein, um zu bestellen? Auf jeden Fall die ganze Woche einen Schrank für einen Kunden gebaut. Bin heute fast fertig geworden. Kommt auf einmal der Kunde vorbei und sagt, dass er doch den Schrank komplett anders haben möchte. Nice. Ja, einfach mehr bezahlen. Also mehr verrechnen. Ah, hier ist Momoin. Hi.
Da, 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 da. Wie schaut's denn mit dem Einsatz aus, der offen ist? Das sind aktuell im AKH. Ah, ist noch ein Auto da. Ja. Genau, das ist der Erkerland 1. Ah, understandable. Ich geh mich aus. Genau. Jetzt haben wir eigentlich zwei RTWs erlassen. Weil der kaputt ist, ein 50 geholt wird. Okay. Ich weiß nicht, wie er gegangen ist, aber... Wie bitte? Ich weiß nicht, wie der kaputt gegangen ist, aber er ist kaputt. Entspannt. Ah ja, ich weiß gar nicht, da habe ich mich glaube ich noch gar nicht dahingehend geäußert, aber ich bin jetzt Rettungsdienstleiter aktuell mal wieder. Interimistisch, so rum. Da Robert ist gegangen. Wann kommt jetzt eigentlich das Interview? Das Interview ist fertig geschnitten, ich muss noch ein Intro machen und dann wird's kommen. Ich habe aber vor, den Hauptkanal wieder etwas aktiver zu betreiben, sobald es sich zeitlich ausgeht. Und ja, sobald es soweit ist, also ich hätte da gerne schon irgendwie so 2, 3, 4 Videos davor und dann erst das Interview. Also aktuell ist eher die Zeit das Problem. Interimsleiter, genau. Würde es wahrscheinlich einfacher machen, es einfach so zu benennen. War. Herr Zaric. Offiziell hier. Nur kurze Frage. Ist es gesund, wenn man innerhalb der Personen einen Wettbewerb macht und so die Leute hingeht, wer me? Ist das gesund fürs Berufsbild, beziehungsweise für die, wie heißt das? Nicht Berufsbild, wie heißt das? Was fällt mir der Name? Wie heißt das? Oh. Magst du mal PowerPoint machen? Vielleicht bist du dann weniger aufgeregt. Du kriegst einen Satz raus. Ich mir schon das gesagt habe ich es eh schon, aber mir fällt das Wort nicht ein, was ich brauche. Soll ich ein paar Worte... Für Klima, Arbeitsklima, so. Jetzt. Klima. Folgendes. Wenn einer herumläuft und sagt, will mich,
ist die Frage, ob ich den jetzt da unbedingt wählen will, weil das klingt jetzt schon sehr verzweifelt. Meine ja nur. Das ist schon ein bisschen komischer. Eben. Ich hab gerade so ein bisschen mitgehört von Personen, dass es da ein paar Personen gibt, die was das machen. Na, warum bin ich froh, dass ich nicht weiter als wie NFS aufgekommen. Achso, du bist beim Ärger, du bist, willst du nicht wechseln? Naja, ich bin jetzt eigentlich beim RK, weil eigentlich ja. Bei der Bowl beworben genau. Hat, nicht? Und bist du aber abgelenkt worden. Ja, das haben sie mal wieder einen sehr sinnvollen Grund gegeben. Was denn? Ja, dass ich mich bei den Bewerbern nicht durchsetzen können haben und wie viel sind es gewesen? 4. Traurig, gell? Scheiß ChatGPT. Ja, es ist halt, ja. Nein, das ist nie wieder. Ja, jetzt warte ich halt noch kurz ab und dann bewerbe ich mich halt noch einmal, nicht? Dabei sind es noch offen, die Bewerbungsphasen. Ja, und dann bin ich halt im RK-Dienst tätig. Das passt super. Wahnsinn. Moin. Moin. Hey, wo kommt denn die Hexe her? Ja, ich meine, ich muss kurz mein Gehirn reparieren. Haben wir gemerkt. Bitteschön. Herr Zaric, die rote Binde passt genau zu ihren Zeichen auf der Schulter. Das ist gut. Der Teddybär ist gold mit rot. Das stimmt. Ja, na. Nicht? Danke, ich hab schon was kleines Pelziges, ich brauche jetzt nicht nur einen Teddy auch. Nur eins haben sie davon? Haben sie vielleicht keinen Freund? Bitte? Nur eins haben sie davon? Haben sie keinen Freund? Nein, ich brauch keine Freunde, danke. Mehrere kleine pelzige Sachen. Das ist mehr Information, als ich haben wollte. Okay. Macht nichts. So. So, Hannes Downhill. Mein Fachschau 3 Monate. Ontploffend Hoofd, Neonbrurs Krijgesem. Warum finde ich das lustig, wie sie die Emojis sagt? Hannes Downhill, vielen lieben Dank für den Resub im 3. Monat. Dankeschön. Kartoffelsalat, das was wird der VW neben euch benutzt, das ist ein BKTW. Also gehfähiger Krankentransporter. So gut wie nie wird das benutzt. Oje. Hast du ein Leitschlüssel oder? Nee. Das bitte 4007 sein, bitte. Weiß nicht, ob es Leitstühle gibt. Es gibt keine. Hä? Doch, gibt es. Doch, der Luxbacher ist gerade die. Ah, Zeit, okay. Ne? Ah, ja. Jetzt sicher mal. Gut, dass er, dass er Bescheid sagt. Wird halt gerade kommen sein. Aber, hä, er war zuerst gar nicht da. Ja, gedacht, das ist der Hexenmeister. Auf den Scheiterhaufen mit einem.
So. Ja. Mal gucken. Wie war eigentlich mit dem, wie war eigentlich der Einsatz mit dem gelben Vögelchen? Relativ entspannt tatsächlich. Mir ist der Hubschrauber geschickt worden aufgrund dessen, dass er das nächste, schnellste Notarztmittel war. Ich hätte mir ohne weiteres zugetraut, den Patienten ohne Notarzt zu transportieren. War aber auch nicht unglücklich, dass ihn der Notarzt bzw. der Hubschrauber mitgenommen hat. Hat für mich die Arbeit etwas erleichtert. Ist diese Leitstelle a little bit of a langsam? Yes. Ein bisschen sehr langsam. Oder der Shelly's Leitstelle, das kann sein. Shell? Dienst? Weil wenn eine Dingsmeldung kommt, laut Ordnung keine Physios und keine Nerven mehr alarmiert werden müssen. Und auch nicht alarmiert werden dürfen. Weil es nicht mehr fragliche Lebensbedrohung ist, sondern... Als was? Stopp! Als was hast du es alarmiert? Ich habe Merkeland 1 alarmiert. Als was hast du es alarmiert? Ich habe es als 32B02, medizinische Notfallmeldung. Gut, ja, bei einem 32 Beater muss kein NEF. Beziehungsweise 32 Beater ist BLS, ALS aufwertbar. Das heißt, der Dispo entscheidet aufgrund der Notfallmeldung, was für Fahrzeuge hingeschickt werden. Ja, ich habe deine Frage weitergegeben. Ja, aber wenn das so alarmiert, dann muss ich ihm recht geben, das passt. Und ich habe halt nach Ausrücke ordnet, was das System mir vorschlägt, und das müssen wir laut Bandstifter auch einhalten. Ich sehe besser, so können wir länger stehen. Ich meine, ich werde euch da wahrscheinlich gleich alle hinterher schicken, weil das Ganze die auch Motor Sache ist. Die Sache ist, da müssen wir sowieso, da muss ich nochmal mit dem Brandstifter reden. Weil an und für sich 32, 26, das sind Protokolle, die du nicht abfragen. 33, das solltest du, sind Protokolle, die du nicht abfragen solltest, sofern nicht alles andere nicht zutrifft. Das heißt, es ist mehr oder weniger der letzte Strohhalm. Okay. Kenne ich mich da aus Steinwerk um andere? Wie weit sind denn die schon? Erkrankt 1 von der Rettungsleitstelle Wien Köln. Herr Kalland, 1 hört. Ja, wenn Sie freundlich sind, ein paar Eintreffen an die Lagemeldung zu geben. Kommen. Ja, die kommen gleich. Rettungsleitstelle Levin. So verstanden. Nö. So, musste also keinen Erdbeer putzen, doch musste ich leider schon, weil der Fußballplatz, auf dem wir übergeben haben, doch so ein bisschen grundfeucht war. Wie geht's? Ah, okay. Mir geht's auch gut, danke. Ja, ist richtig blöd gelaufen, aber ja, machst du nichts.
Ja, stimmt, ich hab noch zu zoomen. Ja, KK5 von der Rettungsleitstelle Wien, kann. Ja, KK5 fährt. Ja, wenn Sie so freuen, die sind zurück zur Rettungssache zu fahren und einen RTW zu besetzen, können. Ja, verstanden, ich bin gerade noch beim Schönheitschirurgen rum. Gott sei Dank ist sie schon Zeit geworden. Ich habe meine Bereitschaft dort einen neuen RTW bekommen. Also wie geht's? Dieser Herr regt mich ja dezent auf. Er fährt nur noch RKK 5 und macht nichts anderes mehr. Ja, wobei ich da gestern mit dem Klaus, geredet habe. Power Strike. Gonzi meinte, wenn's hin und wieder ist, ist okay, sonst. Liebe Rettungsleitstelle, Sie haben übrigens den Funk zusammengehört. Wunderbar. Und nur zu ihm. Hier der Kalant 1 mit einer Lagemeldung. Eine bewusstlose Person nach Motorradsturz. Aktuelle Asystolie, Atem nicht vorhanden. Bitte, wenn es geht, dann Fiso. Ich bin doch. Kein Notruf, aber. Was? Dann Fiso, viel Spaß, ich wurde nicht nachgefordert. Ist das bodenlos? Egal. Vor allem eine bewusstlose Person mit einer Asystolie? Ne, für die Überbewertung brauchen wir nicht. Na, hallo, wie groß. Wer sitzt denn auf dem Erkaland? Bauer. Das gerade war also Bauer und der Praktikant Paul Schmidt. Schicken hin. Bauer wäre schon ein ernstes Wörtchen gesprochen. Okay. Der Herr soll endlich mal seinen Einsatzbericht für den Toten da schreiben. Das regt mich bis heute auf. Ja, der hat da ein bisschen Erfahrung. Warum bin ich jetzt eigentlich mitalarmiert worden? Ich wurde nicht gefordert. Passt, ist in Ordnung. Weil AUO das vorschreibt. Na, ist gar nicht wahr. Ciao. Ciao, ciao. Na, ich fahre ja noch nicht. Ich muss erst auf den Notarzt warten. Ey, das ist ja bodenlos. Das Ganze hier ist bodenlos! Er fordert sich an Fiso nach für die Reanimation. Ja. Bewusstlos ist er halt. Ist halt so. Tschüss, Klausi. Papa. Hallo? Ich will nichts sagen, aber wenn ich vom Gas runtergehe, klingt das Auto echt seltsam. Hört mal hin. Das klingt doch nicht normal, oder? Das klang schon mal besser. Ein LP15. Ah, LP15. Ich weiß nicht, wie der so, wie gut der ist. Ich habe bis jetzt noch nie mit einem LP15 gearbeitet. Wir haben jetzt einen C3. Ja, Karland 1. Verstanden, Stunde für den Fiso. Frage, wollen Sie das Nev auch mit stornieren oder soll dieses weiterhin zufahren kommen? Negativ, so wie Fiso, keine Badestunde. Rettungsleitstelle Wiesen, verstanden. Trennung, Favoriten Fiso sowie Donnerspital Nev 1, haben Sie mitgehört, kommen.
Ja. Hallo Kurt, die Fassbar, du bitte weiter zu Roskis, bitte kein Stornogrund für Fiso oder Nef. Hab ich mir auch gedacht, man wäre wohl einen Zugang stechen etc. Generell, was ist das für eine blöde Aussage? Wir fahren da weiter zu. Ja, passt. Passt, ciao. Ja. Bester Mann, vielen lieben Dank für die 5 Gifted Subs. Ja, hier der Kalant 1, könnten Sie mal den MTC zu der Einsatzstelle zwecks Abschleppung eines Motorrads schicken? Alter, was ist jetzt schon wieder los? Warum? Redaktionsstelle Wien, sehr verstanden, Nachforderung des MTCs. Deshalb, okay. Leitstelle, Donnerspital, Nef. Bester Mann, moin. Nochmal, vielen lieben Dank für die 5 Gifted Subs. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Ich bin nur gerade so ein bisschen Haas. Da jetzt der Kodiak runterkommt, okay. Wenn da jetzt der RTW runterkommt, kommt man Speim. Okay, Gott sei Dank. Hello, wir fahren gleichzeitig zu. Ja, Donnerspital Nef, aufgrund dessen, dass ich am Einsatzort gerade eintreffend bin, werde ich mir mal den Patienten kurz anschauen. Verstanden, vielen Dank. Leitstelle Einsatz. Haben geredet mit Autoverkäufer, Autoverkäufer wollen sehr viel Geld für Auto ohne Gewährleistung. Klasse. Bitte? Du kannst noch weiterfahren, oder? Ich nicht, du schon, du bist höher. Willst du mitfahren? Na, geht schon. Ein paar Meter gehe ich. Wo sind die Erde wieder eigentlich? Können wir da rechts? Werden wir gleich rausfinden, wenn er wegfährt. Eins sag ich da. Watsche mit Fuß. Vormeldung schaue ich nicht. Wann steht da im Servus. Grüße! Zaric, mein Name, Berufsrettung Wien. Was ist los? Was ist passiert? Wollt ihr begleiten oder? Ich bin gerade eingetroffen, ich habe keine Ahnung, was mit dem Patient ist. Ich bräuchte mal ein bisschen Information. Sturz mit dem Motorrad, was da vorne ist, Patient auf der E-Card, Kevin Meyerhofer, 27 Jahre alt. Wir sind in Rosk reanimiert und mit einem Larynxtubus beatmet. Okay, also ihr habt einen Larynxtubus, sehe ich, ja. Ihr beatmet gerade wie? Kollege, wir beatmen. Mit Beatmungsbeutel. Ja. Gut. Was habt ihr für Verletzungsmuster? Was habt ihr für einen Grund für die Reanimation? Kopf, Brust, Arm, Grund der Reanimation, keine Atmung sowie Asystolie gehabt. Deswegen Larynxtubus gesetzt. Pulswarmer, kein Kopf. Einen Schock abgegeben. Alles klar. Gut. Passt. Ich werde auf jeden Fall begleiten.
Spital in F1, oder? Ja. Gut, kannst du mir aus dem Neff bitte holen eine Beatmungsmaschine, weil sonst wird dem Sanitär, glaube ich, hier ein bisschen die Hand einschlafen. Ich bin Praktikant. Kann ich das aus dem Fieser auch holen, oder? Ja, aber da musst du begleiten. Weißt du, wie ich meine? Ja, so wär's, also da müssen wir beide begleiten, um das geht's mal. Ja, passt, die Problems. Okay. So. Gut, das heißt, Patient ist nicht ansprechbar, ist das korrekt? Noch ist er nicht ansprechbar, negativ. Passt, gut. So, wir werden einmal eine Untersuchung starten. So, da seid ihr bereit hinten. Yes. Wir warten noch auf den Fieso wegen der Beatmungsmaschine. Wegen der Beatmungsmaschine, gut. Nein, ich fahr sowieso hinten zurück, geht gerade einmal. Mhm. Bitte fahr jetzt links. Er fährt voll drüber. Und das war die Ölwanne. Ich hab ja auf dich gewartet. Ja, ich hab grad wirklich emotional damage. Ich probier mich da gerade wirklich zusammenzureißen. Ich hab nur mal gewendet. Und da ist ja. Blöd in dem Gelände. Perfekt. Nehme ich. Dankeschön. Nicht da drüber fahren. So, wir werden einmal die Beatmungsmaschine anschließen. So, Ladungsduos. Ich werde mal kurz auskultieren. 21. 22? Links, rechts belüftet, Magen nicht belüftet. Gut, dann können wir Ladungstubus belassen. Wir werden einmal mit der Beatmungsmaschine arbeiten und Ladungstubus arbeiten. Ich werde noch einmal kurz untersuchen. So, da. Pupillen gleichzeitig. Ah ja, Brustkorb hebt sich eher schlecht. Rechtzeitig. Ja, es könnte der Pneumothorax rechtzeitig sein, links belüftet aber gut. Solange es toleriert, werden wir ihn so ins Krankenhaus bringen. Ihr habt jetzt, wie lange reanimiert? Nicht lang. 15 Minuten. Ungefähr. Okay. Ungefähr. Circa. Gibt Menge vom RDL, STV. Nein, jetzt bin ich nämlich RDL. gut. Becken stabil, Abdomen ist weich, Oberschenkel ist an und für sich in einer Flucht. Gut, grober Traumacheck ist jetzt einmal abgeschlossen, rein Thorax verletzt. Ich würde es wie folgt machen, ich werde euch mit dem Neff hinterherfahren und wir werden einmal AKH fahren. Ja, passt. Perfekt. Gut. Gut. Soll ich die Fuhr führen zu deinem Neff? Na, geht schon, die paar Meter gehe ich. Danke. Ja, passt. Dann, ich fahr mal. Ist bei dir hinten, fragte. Jo. Schön. Passt. Dann. Ernsthaft wieder RDL? Ja, der Robert hat sich aufgrund der Dings... Die Tür würde ich zumachen. Ja, bei mir ist sie zu, aber dafür schaut der Rest nicht so gut aus. Ja, bei mir ist es auch zu und da ist die allen so relativ aus. Sehr schön, oder? Bitte, 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 bitte ein Gespräch. Überleg dir schon einmal ein bisschen an Text, ich habe auf jeden Fall was zum Sagen. Ja, ich auch. Kommst du, soll ich, also ich fahre ohne Blau nach. Nein, ich werde mit Blau nachfahren, weil der fährt mir eh gerade davon. Ich schau, dass ich auch mal hinterher Alter, wie schnell geht denn die Kiste rückwärts? Ich glaube, ich bin zum ersten Mal mit dem Ding rückwärts gefahren. Die sind... Alter, wie sind die gefahren?
Müsste ein gewisser Paddel sehen. Erkanan 1, Papiso. Was? Ja, bitte warten Sie kurz auf den Map zu. Ja, so verstanden. Bin. Ja, ich habe auch gemeint, dass sich das nicht so gut anhört. Aber keine Ahnung warum. Bin heute noch nicht viel damit gefahren. Sag's gleich, ich weiß nicht. Hört sich generell komisch an, das Ding. Wir haben DCRP incoming, schauen wir mal. Wollte gerade sagen, wenn der jetzt mit Dauerhorn fährt, dann. Alter. Er fährt mit Dauerhorn. Beim Shop-Schild benutzt das nicht, Alter. Was ist los? Himmel, Arsch und Zwirn. Ich glaube, mir fliegt das Karies aus die Zähne. Dauerhorn. Nein, böse. Busch. Wo fahrt er nochmal dumm? Dauerhörnchen. Die Einsatznachbesprechung wird lustig. Oh ja. Ja, ich bin schon ein bisschen triggert, ich geb's zu. Vor allem, weil das RK-Horn halt auch noch schlimm klingt. Wem hat er da jetzt angehörendelt bei der Auffahrt ins Krankenhaus? Wer? Hat Angst gehabt, dass die Betonleitwand ihn jetzt frisst, oder was? Was? Hab noch nie ein Blaulichtfahrzeug mit Horn auf der BRB gesehen. Ausgenommen bei Stau, Ziel fließenden Verkehr. Was ist BRB? Bundesautobahn? Keine Ahnung. Warum brauchen die heute Hubschrauber gebraucht? Was? Weil es so schnell ist ein Notarztmittel war. Hast du
die Gedanken von ihrem Spinner bis er fliegt. Schließt du ihn um, dadurch das Agrarmonitor auf deiner Seite, schließt du ihn bitte um. Hol mir jetzt meinen Nachtisch. Wieso in Wien kein Dauerwagen gefahren wird, weil in Österreich es generell nicht notwendig ist. Blut, die Durchblutung am Brustkorb. Nur die Durchblutung am Brustkorb. Dass man mit Dauerwagen fährt. Es steht im österreichischen Gesetz, anders als im deutschen, Blaulicht und oder Folgetonhorn und nicht und. Somit muss es nicht benutzt werden. Und ganz ehrlich, wenn du in dem Heisel drin sitzt und Dauerwagen herumfährst, wirst du irgendwann deppert. So, dann nochmal das Label aufschnippeln oder was das da ist. Ja, aufgeschnippelt ist einmal. Gut. Halt, Herr Gefund, das finde ich gut. Das Label aufschnippeln, schnippeln in der Ambulanz oder so. Ja, ich hoffe. Ist er durchblutet. So, ich werde mal die Beatmungsmaschine abschließen. Also umschließen auf Krankenhaus-Equipment. So, er hat auf der Auffahrt vorhin angemacht, um dem Personal die Ankunft anzukündigen. Das war's. Er wollte halt nicht sein. Ja. Ja, das kann natürlich sein. Ja, das passiert beim D'Angelo vor allem. Stellst du ihm dann eine Rechnung, also sollen wir es mir machen? Du könntest hier machen. Ja, passt. So, Leimau, Horn, Zufahrt, Haas und Hit. Ich weiß nicht, Alter, was fährt denn der immer auf? So, Beatmungsmaschine ist mal umgestellt. Die Marksbuch-Fiso, ja. Die Rechnung habe ich auch mal ausgestellt. Wunderbar. Gut. Das. Gut, na dann. Perfekt, gut. Passt. Dann übergebe ich noch schnell an den Arzt. Passt. Dann schauen wir. Oder wir wollten ja entgegenkommen, das RD-Mittel warnen. In einer M-Bahn? Hoffe ich das nicht. Ach man. Die Königin schon wieder. So, der NRW bei uns in der Nähe fährt mit Dauerhorn, wenn er auf Pannenstreifen bist, wie er auf der Busspur unterwegs ist, wegen Verkehr. Ja, soll er. Ja. Gönjamin. Aber ist halt einfach nicht vorgesehen so. Grüße, ich besorge mal eine Familienpackung Valium, wo gehen wir denn hin? Am besten, dass jeder hört hier, oder? Von mir aus. Kommt ihr beide mal, ja? Ah. Darf ich dann im Einsatzbericht schreiben? Wenn du zuhören kannst, gut. Ich bin ein bisschen Zuhörer. Herr Zaric, wollen Sie beginnen? Wie hat euch der Einsatz gefallen? Ich meine, wir haben jetzt einen Fiso mitgehabt. Ist auch nicht schlecht, dass man so ein bisschen Rückmeldung. Wie hat euch der Einsatz gefallen? Wie habt ihr euch gefühlt? Herr Praktikant, fangen zurück an. Ich fand mich tatsächlich relativ. Also gehen jetzt zu den Ankollegen relativ schlecht geleitet. Schlecht geleitet? Also ich war eher großartig alles. Also musste drücken, musste zusehen, dass irgendwas passiert da. Ja. Ich hab daneben, ich muss zur Verteidigung sagen, ich hab daneben ja, mit der Bonner-Saison gekümmert mit Disponierung.
war so ein Einsatzstuhl, was von meiner Seite aus nichts Neues. Nicht wirklich was. Das heißt, er macht das nicht zum ersten Mal so gellig. Ja. Und ich hab mich ziemlich sicher gefühlt. Oben dann ein Einsatzstuhl. Nein, die Anfahrt war ein bisschen, auf gut Deutsch gesagt, beschissen. Ja. Wenn man nicht weiß, wo man da oben ja einfahren kann oder gar nicht am Pfosten wegkommst. Gar nicht am besten, ja. Ein bisschen beschissen gelegen da oben. Ja. Sonst will man nichts so bemängeln. Ich schon. Okay. Sind dir ein paar Punkte aufgefallen? Meier. Ah, wollte ich eh sagen. Entschuldigung. Also, mir sind, also Patienten, das weißt du, mir sind zwei Punkte aufgefallen. Erstens, wenn es dann rauskommst, dann stornierst du kein F oder kein Fiso. Okay. Weil, du bist generell, fangen wir mal anders. Wann brauche ich ein, also was ist der Sinn vom Fiso, was ist der Sinn vom Nef? Ist es euch geläufig? Nef-Medikamente. Falsch. Der Field Supervisor ist nicht der rollendes Ampullarium, der Field Supervisor ist eigentlich fürs Qualitätsmanagement da. Das heißt, das rein... Das praktisch das Nef. Bitte? Das rollende Ampullarium mit dem Notarzt, das ist Nef, genau. Der Field Supervisor ist ein Sanitäter, das heißt, bei dem fallen einige Medikamente weg, die er nicht geben darf, aufgrund dessen, dass er kein Arzt ist. Dem seine Aufgaben sind eigentlich das Qualitätsmanagement, sprich, er schaut euch auf die Finger und gibt euch Rückmeldung. Seht ihr jetzt hier. Ja, also deshalb haben wir jetzt auch dieses Gespräch eingeholt, damit ihr fürs nächste lernt. Das heißt, ein Fiso nachholen, weil sie einen Kreislaufstillstand haben, zu reanimieren, da jetzt und da unbedingt Medikamente reindrücken wollt zu den Patienten, ist nicht ganz Sinn der Sache. Wenn kein Nef da ist, dann okay. Aber wenn ein Nef da ist, dann würde ich primär mal. Fordert immer ein Nef nach bei der Reanimation, wenn da die Leitstelle sagt, na, Nef habe ich keins, ich kann dann Fiso schicken, dann nehmt's den. Aber fordert immer ein Nef. Auch wenn's wisst, dass kein Nef da ist, fordert ein Nef. Ihr wollt's einen Notarzt da haben. Frage noch von mir: Hast du irgendeine Medikamente gegeben für den Bericht? Ich bin dann in Richtung Load and Go gegangen, wenn ich ehrlich bin. Load and Go. Passt gut, dann schätze ich gar nichts. Genau. Perfekt. Ich danke. Gut. Also niedergeschrieben, Unterschied zwischen Nef und Fiso. Was möchtest du jetzt hören? Ja, ob das verstanden wurde. Ja, das ist verstanden. Ja. Okay, wunderbar, passt. Dann, wie der Kollege schon gesagt hat, ein ROSC ist, der Patient ist nicht stabil. Ja? ROSC kann jederzeit wieder zu einem Kreislaufstillstand werden. Da sich die weiteren höheren Mittel zu stornieren, ist eher unklug. Würde ich nicht machen. Wir wissen ja, was ROSC heißt, oder? Spontaner Kreislauf. Richtig. Und was kann ja, aber spontan jetzt halt auch wieder abfallen kann. Richtig. Es gibt ja irgendetwas, warum er einen Kreislaufstillstand gehabt hat. Und ich habe euch ja gefragt, was der Grund vom Kreislaufstillstand war und ich habe gehört, von der Reanimation war und ich habe halt gehört, einen Kreislaufstillstand. Das heißt, ihr habt noch nicht den Grund rausgefunden, warum es ein Kreislaufstillstand wurde. Somit wäre ich da irrsinnig vorsichtig, bis solche Sachen zu stornieren. Passt? Müller? Ja. Punkt 1 haben wir. Was war Punkt 2? Punkt 2 war, wie soll ich sagen, die Zufahrt beim Patienten selber. Von mir gesehen aus, ob du uns Punkt 2 hast. Zufahrt zum Patienten selber, das heißt was? Nein, du hast gesagt, du hast 2 Punkte jetzt. Ja. Seid es zum Patienten auch über diese Gruppe gefahren oder seid es da anders? Negativ.
Da okay, sind wir, warum fahren wir dann längs rum. Dann warum tun wir das nicht, wie wir weggefahren sind? Du hast es selber bemerkt, du warst fast aufgepackt. Du bist. Ja. Ja, du bist, aber er hat es noch retten können, Gott sei Dank, weil normalerweise kannst du es dann nicht mehr retten, wenn es nicht gut ist. Nein, weil ich nicht, ich muss sagen, warum, dass ich über die Kuppen gefahren bin, ich habe nicht genau gewusst. Sprich, auf meiner, da mal, wie, wenn ich, wo ich jetzt gewendet habe, auf der rechten Seite, wo, beziehungsweise wie das Vieh so gestanden ist, also der Auto, auf der linken Seite und von meiner Seite aus war es rechts. Da war es ein bisschen eng und links habe ich dadurch das Gebiet nicht wirklich kennen. Den kann man sich das kurz anschauen. Oder? Habe ich auf der, von meiner Seite beim, aus linksseitig. Weil beim Patienten sind eh der Notarzt, so wie dein Kollege, das du als Fahrer hättest das schon auch schon kennen, wie du am besten rauskommst. Oder mir sagen, ich soll dich ausweisen, nein, ausweisen jetzt später. Aber einweisen, dass du rausgekommen hast. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Weil du als Fahrer bist dann schuld, wenn das Auto hin ist. Und du darfst auch als Fahrer die anderen freien Mittel, was vorzum benutzen, und sagen, du schau mal bitte dort, wie ich rauskomme oder ob ich rauskomme. Aufgrund eines Abwesenfalls ebenfalls auf die Fahrt kommen. Sowas sollte ja, man eigentlich unterlassen, die Kuppen. Ja, das ist ja schlimm. Außer wenn du sagst, ja, okay. Also sagen wir so, wenn alle Kollegen von dir was vorhat und sagen, ja, du kommst anders statt raus, ja, dann musst du raus da. Aber wenn du siehst, du hast vielleicht andere Möglichkeiten, dann. Kartoffelsalat, ich wünsche dir was. Baba. Kommst du nicht über die Kuppen. Das ist mal, wenn ich deinen Namen sehe, bekomme ich nur Abo. Also wenn du komplett aufgepackt warst und du warst nicht mehr weitergekommen, hättest du wieder mitlaufen können und das hat wieder dauert. Und das bei einem Patienten, der gar nicht mal so stabil ist, wie wir jetzt gelernt haben. Richtig. Generell würde ich gar nicht so weit fahren. Ihr habt gesehen, mein Neffe ist weit entfernt gewesen, weil mir da die Straßenbedingungen einfach nicht passt hätten. Ich, also mein Neffe hat, was, 1500 Kilo? Sollen 1700 Kilo sein? Ihr fahrt mit da an RTW rein, der über 3,5 Tonnen hat. In ein schlammiges Gebiet. Das ist mal irgendwie ein bisschen suspekt. Ich würde es mir persönlich nicht zutrauen. Ich hätte zu sehr Angst, dass ich mich dann vom MTC auslachen lassen muss. Weil es mit einem großen Bergelastwagen kommen. Nein, mein Gedanke war erst, wenn ich jetzt so zufahre, ich bin bei 4.400 hinten das Gelände aufgefahren, gell. Weil es war dann wurscht, ich bin bei 4.300 oder 4.400 hinten das Gelände aufgefahren. Geht super, danke. Und bei 4.500 denke ich beim Gelände hinten weiterfahren, aber da habe ich gemerkt, nicht gegangen. Deswegen habe ich da wenden müssen. Ja. Weil das war, wie gesagt, ich hätte mir tatsächlich überlegt, ob ich überhaupt auf diesen Feldweg da, was diese Motocross-Strecke ist, mit dem RTW draufgefahren wäre. Oder ob ich mal einen Rucksack und mein ganzes, da muss ich halt ein bisschen schleppen, aber dann habe ich Monitor, aber Rucksack, Absaugeinheit, was ich halt so finden kann, schnapp ich mal und gehe da rein. Dauert ein bisschen, aber ist halt so. Aber bevor ich mich dann festfresse und dann das Problem habe, schlecht. Gut, das waren jetzt seine zwei Punkte, gell? Jo. Passt. Ich habe noch ein bisschen was Medizinisches. Ich gebe euch jetzt die Hausaufgabe. Schaut euch bitte an die 4 H's und Hits. Das wäre relativ leimend, wenn man da so ein bisschen an eine Ahnung hat. Sind die reversiblen Ursachen eines Kreislaufstillstandes und das wäre cool, wenn man dem Notarzt das schon sagen könnte, wenn man Verdacht hat in irgendeine Richtung. Ich liebe diese Stille. Ich höre nur zu. Okay. Passt dann. Das zweite ist, bisschen viel Horn für meinen Geschmack, aber muss jeder für sich wissen. Hören oder hör? Horn. Der Lüderla. Horn. Ah, ja. Und
ja, Level aufschneiden kannst du schon am Unfallort, nicht dass in der Ambulanz drinnen, aber das ist dann schon meckern auf hohem Niveau. Aber schaut sich dieses Haas und Hitz an. Das bringt wirklich viel weiter. Das ist so viel Gold wert, wenn einer, wenn du zur Reanimation als Arzt hinkommst und dir das eine sagt, ja, wir haben Haas und Hitz durchgemacht, wir sind draufgekommen, möglicher Spannungsbrei auf der linken Seite nach einem Trauma, hat jetzt vermutlich die Reanimation, also beziehungsweise den Kreislaufstillstand aufgrund von der Hypoxie. Das haben wir aber mit dem Tubus und mit der Beatmung soweit beseitigt. Heißt, da würde man schon innerlich das Taschenmesser aufgehen. Im guten Sinne. Mag ich jetzt nicht irgendwie runtermachen, sondern es ist einfach nur, wie es geil wäre. Weil wenn ich höre, dass der Grund von der Reanimation der Kreislaufstillstand war, dann wäre meine nächste Frage gewesen, was ist der Grund vom Kreislaufstillstand? Trauma. Nicht jedes Trauma hat einen Kreislaufstillstand. Das wäre in dem Fall als Begründung für dich gewesen. Naja, nur durchs Trauma hast du keinen Kreislaufstillstand. Durchs Trauma kannst du eine Blutung haben. Durch die Blutung eine Hypovolemie. Oder die Blutung drückt da im Hirn irgendwas ab. Oder du hast durchs Trauma irgendein Problem, irgendein B- oder A-Problem. Sprich, Atemwege verlegt oder die Atmung an sich funktioniert nicht mehr richtig. Dann hast du das Problem der Hypoxie. Gebe auch noch andere Probleme, also andere Möglichkeiten. Aber ich meine nur, das ist so eine endlose Geschichte. Und bei uns geht es halt darum, und das sage ich jetzt ein bisschen OOC, ein bisschen Geschichten erfinden. Überlegt euch was, seid kreativ. TJ, moin. Wenn sie still sind, dann haben deine Worte getroffen. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob es ankommen, meine Worte. Und die zweite Erdwebsite. Feuerwehrball, moin. Bitte? Ich hab's mal soweit notiert. Perfekt. Was wir verbessern könnten, Verbesserungsvorschläge. Bitte, ja, wäre super. Wie danke. Wie gesagt, ich bin für jede Kritik, für jeden Vorschlag immer offen. Wenn euch was passt. Oder das ist auch so ein bisschen. Das ist auch so ein bisschen Sinn und Zweck von dem vom FISO. Ja. Der Müller fährt jetzt nicht mit, damit er euch auf den Sack geht. Der Müller fährt mit, damit es draußen passt. Ja, damit so ein bisschen Rückmeldung kriegt. Auch ich hab da vorher auch schon gesagt, Bauer wegen der Kreuzungen fahren. Dass man das auch noch passt. Ja, diesmal habe ich bei. Jetzt war ich nicht dabei. Ah, es hat ganz gut gepasst vom Einfahren in die Kreuzung, alles super. Sehr schön. Einmal bin ich, glaube ich, mit einem 75 oder so durchgefahren. Das war der, wo ich die Autobahn gesucht habe, die Auffahrt. Ich wollte extra die Autobahn fahren, dass ich nicht so durch so viele Kreuzungen fahre. Das war gesagt, so mein Plan. Oder habe ich die eine Kreuzung verpasst, da beim Casino hinten, aber wollte ich eigentlich fahren. Mit der Autobahn. Ja, Streckenführung habe ich ein bisschen komisch gefunden, aber ja, macht schon auch ein bisschen Sinn. Mir wäre es durch die Innenstadt durchfahren eigentlich auch recht egal. Ich würde lieber über die Autobahn fahren, weil das viel ruhiger, viel entspannter. Ja, na passt. Passt eh. Durch die Innenstadt fahre. Alles gut, passt. Haut hin. Gut. Also das habe ich so entschieden, dass ich da alles gut, du bist der Fahrer, du entscheidest die Strecke. Nein, ja. Das ist ich bin am Neff gesessen, das Neff fährt nur hinterher. Mir ist das meiner Meinung nach schneller vorkommen über die Autobahn. Ja, weil da kannst du wirklich das Gas durchdrucken mit Blaulicht. Yes, passt. So, du wurdest angefunkt. Donnerspital Neff, ich weiß. Ja, Anfrage ist bekannt, ob wann sie wieder abkömmlich ankommen. Ja, Donnerspital Neff, aktuell noch in der Nachbesprechung mit FISO. Ich würde sagen, in circa 5 Minuten kommen. Donnerspital Wien, verstanden. Rettungsleitstelle, das ist einfach. Gaut, Alter. Mimi. Ich hab gerade extra ausgeschrieben am Funkgerät, ja. Dass ich das schaffe. Weißt du, da denke ich mir auch, ist eindeutig ein Stuckanierter aus der Unität. Weißt du, was er stuckaniert hat? Mimi. Viel zu früh, glaube ich. Vielleicht hat er auch nicht auf der Unität, sondern auf der Karte. Mimi.
Passt. Nehmt es euch zu Herzen, wenn es irgendwelche Fragen gibt, einfach zu mir kommen. Können wir drüber fachsimpeln. Bin ich der Letzte, was Probleme natürlich damit hat. Aber jetzt habe ich noch eine Frage an den Praktikanten. Hast du irgendeine Fragen? Zu dem Einsatz oder irgendwas? Kreativ. Geplatzt braucht mit sichtbarem Mageninhalt und offene Rippen verbunden und aushängenden Innereien. Außerdem sichtbarer Mageninhalt ist unangenehm. Ja, zum Thema Patient. Alles andere habe ich schon gehabt. Ja. Raushängende Innereien, ja. Habe ich sogar beim 17 Monate, 18 Monate alten Kind. Aber als Prakti, da muss ich da jetzt auch sagen, es seid beide in dem Boot. Du brauchst jetzt nicht eher sagen, warum er jetzt das Defo bestellt. Und du hast auch als Beifahrer die Kompetenz, dass du mit ihm redest, sagst du, wir kennen aber das Neffe jetzt gut brauchen und kannst reden mit ihm. Sagen, ja, bitte. Ich habe ja gerade das Neffe euch jetzt nicht abbestellen. Schickt uns gerade wirklich einen Einsatz, wenn wir gerade Status 8 sind. Zwei Verletzte nach Drehleiter. Nach Drehleiter. Aber nicht da, vor der Drehleiter, sondern nach der Drehleiter. Da möglicherweise gefährliche Körperregion, zwei Verletzte nach Drehleiter. Na ja, da musst du nach der Drehleiter schauen, nicht vor der Drehleiter, gell? Ja, wenn es vor der Drehleiter liegen, dann sind sie nicht verletzt. Die Drehleiter ist wahrscheinlich drüber gefahren. Nach der Drehleiter, gell? Passt, gut. Burschen, was dann? Nichts gegen euch, schaut euch das einfach an. Nein, geht einfach nur darum, dass das ein bisschen. Ja, schau, da kommt welche Drehleiter, habt. Vielleicht bringt es gleich her. Passt. Papa. Ich nehm's ja nicht böse, gell? Gut, passt. Papa, bitte ich. Ich hab schon Start 3 gedruckt. Wir zwei müssen auch noch kurz reden. Ich würde einmal auf die Dienststelle fahren, weil da müsst eigentlich ein Fahrer auf mich warten. Okay. Und dann würde ich unten schnacken, wenn es okay ist für dich. Ja, passt. Wundervoll. Es geht nur um, weil mir der Kommandant immer E-Mail-Verkehr Frage, gehabt und 6 dem Sef. Bitte wiederholen, sind nicht gerade zugekommen. Ja, passt. Na, reden wir dann. Frage, gibt es weitere Informationen? Also negativ, die Berufsfrau hat angegeben, dass sie auf der Leiter aufständig Schmerzen bekommen hat und Krämpfe. Ich weiß nicht, was genau passiert ist. Müssen Sie dann selber schauen kommen? Ja, das ist so verstanden. Es klingt halt echt nicht gut. Ja, die war noch kirschgrün, die Ampel. Gerne den ÖMTC und die Leitstelle gehört, wenn die Karre stecken bleibt. Mhm. Fandest du die Langeweile im Unterrichtszeichnung? Fand ich eigentlich mega geil. War das schon cool. Wie lange hast du dafür gebraucht? Mit Willi weglassen. Gute Idee. Bisschen über eine Stunde. Oh, cool. Nice. Hast auf jeden Fall mehr Talent beim Zeichnen als ich. Ich bin, was Zeichnen angeht, absolut nicht zu gebrauchen. Wirklich nicht. Null. Zero. Kann vieles, aber Zeichnen gehört absolut nicht dazu. Photoshop, ja. Irgendwelche Thumbnails oder
ganze Design vom Kanal zum Beispiel ist auch von mir. Leitstelle von Crew 1? Aber... in der Leitstelle? Zeichnen? Ich wage mal, dass die Polizei mitkommt wegen Arbeitsunfall. Die ist jetzt noch keine da und ich weiß auch nicht, warum sie jetzt wegen Arbeitsunfall mit dazukommen. Klausi Bär. Warst du mit mir? Ich würde mit dir fahren, ja. Okay, wir haben einen Einsatz. Aber ich muss ja noch mal Donauspital fahren. Ja. Wir würden einmal fahren SBK 1. Ohne Sosi. Sagen Sie, Sie benötigen gerne mehr Coin. Also wir brauchen jetzt keine. Verstanden, dann durch Sie einstimmen. Ja, das wäre schon. Hier der Herr Kaland 1 mit einer Frage, war er denn RTB gerade frei? Aktuell so negativ, kommen. Nee, hast du aufgenommen. Darfst du hellblau hin, gell? Oh. Wir haben heute noch was anderes zu tun auch. Muss man da gerade ein bisschen Gesetzestext durchlesen. Bei UBG 8 habe ich schon ein paar Mal gehabt, UBG 9 nicht. Also einfach nur durch die Polizei indiziert. Hinten Arrestantenbereich, gell? Hinten Arrestantenbereich würde ich gleich zufahren. Ach, ja. Leitstelle von Donauspital Nef 1. Donauspital Nef? Also ich hab die Leitstelle. Ah! Wird hier Donauspital, ne? Ist er offen? Er hatte schon. Bei uns nicht. Negativ, nein. Ich komm nicht. Okay, dann fahrt's bitte vorne hin, weil bei mir ist er offen. Okay. Verstandowitsch. Ja, ich weiß, da liest er da durch, denkst du so, Donauspital, ne? Wie auf dem sitze ich eigentlich? Ja, da antwortet man halt einmal. Ja, war Fehler. Upsi. Nobody is perfect, außer der Klausi. Ja. Aber mit dem brauchen wir eh nix. Na, die gibt's jetzt ein bisschen besprechen, gell? Zugesperrt hast? Ich hab alles zu. Wonderful. Grüß dich, Dr. Zarewitsch, Berufsrettung Wien, bitteschön. Folgendes: einmal tobende Psychose mit Selbstgefährdung. Ursprünglicher Einsatz bei uns war, er ist auf der Straße. Akkordomat umgerannt, ist. Ziemlich zugebechert, also er Alkomat haben wir nicht machen können, aber weil er aggressiv ist, auch gegen uns. Er ist nicht von der Straße gegangen, wir haben ihn ursprünglich festgenommen, weil er nackt auf der Straße mit umgegangen ist. Jetzt im Arrest ist er immer auf die Bank geklettert und Kopf voran gegen die Wand gesprungen, ist dann wieder aufgestanden, hat gegen die Gittertüren getreten, hat versucht auf uns einzuhauen, ist dann wieder auf also die Bank. Also fremd und selbstgefährdend eigentlich. Ja, gut, Fremdgefährdung liegt bei uns. Ja, meinetwegen auch Fremdgefährdung. Das sehe ich schon gar nicht mehr als Fremdgefährdung an. Ja. Naja, aber schreibt sich einfacher. Gegen die Wand, dementsprechend, ja. Schreibt sich einfacher, wenn man Wombo-Kombinieren. Richtig. Wie gesagt, ob es jetzt daran liegt, dass er so angesoffen ist, dass er jetzt diese suizidale Absichten hat, oder ob er wirklich auch normal so drauf ist, kann er da nicht sagen, aber ja.
Wir haben ihn jetzt einmal in Handschellen am Boden gesetzt und jetzt liegt er da mehr oder weniger, weil er uns sonst immer gegen die Wand springt. Okay. Nun für sich, ist er in irgendeiner Weise verletzt auch oder habt ihr irgendwas feststellen können, irgendwas Offensichtliches? Oder gibt er irgendwas über Schmerzen an? Außer, gibt da gar nichts an. Okay, passt. Na, jetzt ziehen wir mal Handschellen. Ich kann es nicht sagen. Ich geh mit rein, weil... Okay. Ja. Grüß Gott! Grüße! Zaric von der Berufsrettung Wien Schuhe, spricht da. Wenn der Kollege noch rein will, dann soll er sagen. Können Sie mich hören? Was ist los? Anstrengenden Tag gehabt? Bisschen wenig haben sie an für, sagen, noch nicht ganz so warmen Tag. Ja. Schauen Sie, gegen die Handschellen brauchen sie sich gar nicht so stark wehren, die werden noch ein bisschen oben bleiben, ganz. Ganz normal. Gut. Darf ich Ihnen einmal kurz am Puls tasten? Ich greife Ihnen da kurz einmal so ein bisschen ans Handgelenk, wenn es okay ist für ihn. Wundervoll. So, da. Sehr gut. Puls ist im Normalbereich. Sind das schlecht, schwindelig, irgendwas? Ein bisschen müde, schaut's aus. Ganz? Ja. Und warum wollten sie von der Bank runterspringen? Haben sie nicht schlafen können? Wollten sie, weiß ich nicht, bewusstlos werden, weil es angenehmer ist, oder? Sie wollen nimmer. Was wollen sie nimmer? Mit mir reden. Wie ist denn der Name? Gegen die an ihn oder nicht? Nein, ihn. Wie ist denn ihr Name? Schauen Sie, ich bin schon ein bisschen ein älterer Herr, mit mir müssen schon ein bisschen lauter auch sprechen. Jax Max, vielen Dank für den Follow, willkommen im Stream. Habt ihr einen Namen von ihm? Jawohl, Alexander Petrov. Petrov Alexander. 2.2.98. Gut. Herr Petrov. Haben Sie jetzt schon ein bisschen was getrunken? So wie es riecht. Wie viel haben Sie getrunken? Bissi. Wie viel ist Bissi? Nur ein Schluck, Alter. Wie viele ungefähr? Keine Ahnung. Okay. Waren sie unterwegs oder waren sie daheim? Draußen. Wissen sie nicht mehr. Draußen. Okay. Du flüsterst gerade. Herr Petrov. Auf der Kreuzung ist er um und um spaziert. Okay, kenn mich aus. Ein Kollege hat mir ebenfalls beim Stephansplatz. Okay. Kollege hat ebenfalls berichtet, 20, 25 Minuten bevor er hierher gekommen ist er von einem Ureinwohner angefahren worden und hat die medizinische Hilfeleistung abgelehnt. Okay, kenn mich aus. Herr Petrov, warum machen Sie sowas? Warum lassen Sie ihn nicht behandeln? Ich will nicht mehr. Was heißt, Sie wollen nicht mehr? Ich will nicht mehr. Was wollen Sie nicht mehr?
Herr Petrov, Sie müssen einen ganzen Satz mit mir sprechen, bitteschön. Was wollen Sie denn immer? Schauen Sie, Petrov, wenn Sie mir erklären, was das Problem ist, dann kann ich vielleicht für Lösung sorgen. Aber wenn ich nicht weiß, was Sie bedrückt und was Ihr Problem ist, kann ich Ihnen halt schwer helfen. Ich habe alles verloren. Was heißt, Sie haben alles verloren? Mein Ausweis, mein Geld. Ja, aber nur weil der Ausweis weg ist, da braucht man jetzt nicht irgendwie sich ansaufen und dann nimmer es gewarnt finden, ganz. Also das ist das kleinere Problem, aber wie ist dazu gekommen? Ich hab kein Geld. Okay. Ja, aber was wollen Sie jetzt nimmer? Das müssen Sie mir jetzt noch erklären, bitte. Ich möchte eigentlich sagen, dass er nicht mehr nach Hause gehen. Okay. Wo ist denn daheim? Fangen wir mal so. Im Auto. Sie wohnen im Auto, oder wie? Ja. Okay. Bitte? Bitte, Frau Rittenfieser. Frage, weitere Informationen bzw. Frage, wer fährt zu? 10 fährt Ding 1 und... Mein Auto ist hier. Ja, Auto ist defekt, okay. Na, Chance ist aber auch jetzt nicht unbedingt das Problem, dass wir... Also nicht unbedingt so ein Problem, dass wir jetzt da in der Zelle landen. Ich würde halt von ihm gerne wissen, dass er nicht mehr leben will. Dann wäre nämlich die UBG recht einfach. Schauen Sie, wenn Sie zu mir sagen, Sie wollen nicht mehr, dann dann trage ich die Sorge, dass Sie nicht mehr leben wollen. Ich will ins Spital. Sie wollen ins Spital? Ja. Okay. Aber dadurch, dass sie jetzt da runterspringen von der Bank und köpfeln, habe ich halt Angst, dass sie sich selber bis im Weg ins Spital sich so weit selbst verletzen, dass wir dort gar nicht ankommen. Ja, bleiben Sie mal da kurz liegen. Ich werde mal kurz was organisieren für Sie. Okay. Glaube Sie? Ja. Kann ich dir was Gutes tun? Geh mal kurz einen Meter weg, würde ich sagen. Bitte ein Bett. Chrissy, vielen lieben Dank. Ich reagiere gleich auf Chat und Donation und dergleichen. Magst du mir mal kurz erfragen, dass man Psychologen in den Dienst kriegen, dann würde ich es nämlich über AKH abregeln. Mhm, ich kläre das ab. Bitte, danke. So, UBG, ja. Leider, das Problem ist, bei uns gehen die UBGs ins... Gehen die UBGs ins Gefängnis und das will ich eigentlich für ihn nicht. Er will ins Krankenhaus, er möchte sich selber einweisen und UBG wäre so ein bisschen gegen seinen Willen. Er will ja eigentlich behandelt werden. Somit, ja. Und Jackson Max, Momoin erstmal. Leon, Momoin, was denkt sich der Polizist nur gerade? Das ist eine gute Frage, werden wir wahrscheinlich bald rausfinden.
Für einen kleinen Kanister Blaulichtwasser. Yes, dankeschön, vielen lieben Dank. Habt ihr kurz eine Minute für mich? Sicher. Aspirant, Sie passen auf, dass er keinen Blödsinn macht. Selbstverständlich. Dürfen ruhig reinstellen, sich nehmen. So, da. Er ruft gleich zurück. Wundervollst. Also, hörst du mich? Ja. Ich flüstere jetzt. Folgendes. Also für UPG hat er mir jetzt das magische Wort mit ich mag nicht mehr leben nicht gesagt. Mhm. Das heißt, er ist mir zu wenig selbstgefährdet. Ich versuche jetzt gerade, dass wir einen Psychologen ins AKH kriegen. Und dann würden wir es übers AKH abarbeiten, wenn das okay ist für euch. Dann müsstet ja. ihr ihn halt begleiten. Also würde ich einen RTW herholen, dass wir mit einem RTW dann Richtung AKH fahren. Ist kein Problem. Wir haben sowieso nichts mehr gegen ihn offen, er ist festgenommen worden wegen der Verwaltungsstrafe und yes, warte, wir hätten ihn jetzt eigentlich gehen lassen, aber... Also. Grüß dich, bitte. Grüß dich, also für euch informativ, ich weiß nicht gerade, wer von euch beiden gefragt hatte, wir haben einen Psychologen im AKH, Anmeldung über den Krankenhausmonitor. Perfekt, passt, danke, dann bräuchte ich einen RTW. Jo, ich guck, wann ich das nächste Mal was frei habe. Yes, danke dir. Passt. RTW, KTW kann es auch sein, irgendwas, was fährt. Ja, ich hab danach dann auch direkt eine Reha für euch. Wonderful, passt. Gut, danke. Passt. Ciao. Ja. Gut, dann bitte organisierst du mir mal über den Krankenhausmonitor den Psychologen. Frage, wenn Sie wieder einsatzbereit kommen. Warte kurz, der Funk ist. Klar, ja. Nicht wir haben wirklich einen Psychologen ins AKH gekriegt, also dann würden wir es einmal über das AKH abarbeiten. Ja, stört mich nicht. Wie gesagt, wir haben eigentlich nichts mehr gegen ihn offen, wir wollten ihn gerade freilassen, aber dann haben wir gesehen, er springt Kopf zuerst gegen die Wand, dann haben wir gesagt, ja, vielleicht doch nicht. Nicht, dass der sich dann versucht. Nein, ist auf jeden Fall die richtige Entscheidung gewesen. Du eins mit der ersten Lagemeldung, Patient ansprechbar, klagt über Bauchschmerzen. Ja, also wir spielen mit bei dem, was er machen muss. Passt. Ja, einmal begleiten, wenn er dann im Krankenhaus sagt, er fühlt sich sicher, mag sich nichts mehr antun, alles ist super, dann könnt ihr wieder abrücken, an und für sich. Ja, ist eh vielleicht besser, wenn er ein bisschen noch Zeit hat, seinen so Rausch auszuschlafen. Yes, yes, yes. Also. Passt, dann werden wir ihm das so mitteilen, dass wir ihm für ihn was organisiert haben. Passt. Bist du mit dem Schüler unterwegs? Ja. Machst du das gleich, was du mit dem mit, ja, mit ins Krankenhaus? Passt, danke. So da. Ja, Petrov, können Sie mich hören? Herr Petrov, folgendes. Es wird jetzt ein Krankenwagen kommen, der wird sie aufsammeln und wird mit ihnen einmal in Richtung AKH fahren. Dort haben wir schon mit dem Psychologen geredet, der wird sich für sie Zeit nehmen und dann wird er mit ihnen das ausbesprechen. Ist das in Ordnung? Wunderbar. Gut. Dann helfen wir noch kurz einmal auf, gell? Ich weiß noch nicht, wann das Fahrzeug dann kommt, gell? Setzen Sie sich noch da einmal her. Kommen Sie. Steigen wir auf. Du musst mir die Mail klauen, dann richte ich mal das Auto her. Ja, alles gut, danke. Ja, wenn er wirklich nicht aufstehen, ah, das kriegen wir hin. Also das wird man hinkriegen. So. Nicht für eine kleine, für ein paar Kanister. Ah ja. ja. Sind wir dann raus aus der Nummer, oder? Bitte? Sagt aus, da sind wir raus aus der Nummer, oder? Ich würde noch auf den RTW gerne warten für Übergabe. Ach, wir haben einen RTW mitbestellt, okay. Ich habe einen RTW bestellt, ja. Ach, okay. Wunderbar. Transport durch einen RTW, Polizeibegleitung und dann wären wir frei. Hört sich da am Plan. Leitstelle für Flo 1 kommen. Hört sich kommen. Frage, wer der Neff verfügbar? Wiederhol bitte. Wer das Neff verfügbar? Der Neff. Der, die, das. Was meinen Sie, wieso ist halt noch nicht kommen? Ja, so verstanden. Leitstelle, Domspital Neff. Ja, ich ruf gerade an, Klaus. Na, geht schon. Ja, ihr Domspital Neff zur Information. Wir wären frei, sobald ein RTW eintreffen, die ist bei uns gekommen. Ja, verstanden. Der RKL 1 ist schon unterwegs, für den kommen. Ja, haben wir so verstanden, danke. Rennung, RKL 1 kommt mit Sprechwunsch. Ja, hier der RKL 1 mit einer Zufrage.
Frage, gibt es nähere Informationen? Na, das war eine Nachforderung des Donauspitals, nicht sein zu kommen. Ja, ist aufgenommen. Redest, schaust du mal, ob du wem erwischt, dass die vielleicht hinten über den Arrestantenbereich gleich zufahren können, weil ich glaube, dann ersparen wir sich irgendeine Stiege. Ja, er kann an 1 von Donauspitals nicht. Er kann an 1. Ja, sie sind bestellt als KTW zum Transport liegend ins, sitzend ins AKH. Ist es möglich, dass wir hinten rausgehen? Ja, ist möglich. Perfekt, das wäre super. Dann schickt man nämlich gleich das Auto nach hinten. Wir warten jetzt nach oben im Eingangsbereich. Ja, fahrt mal nach hinten in den Arrestantenbereich, wir schicken euch wieder hinter. Passt. Das Auto wäre jetzt da, wir könnten uns in Bewegung setzen. Von unserer Seite aus. Ja, alles klar. Gut. Daher einmal aufstehen, bitte. Gut. Schaffen wir das, dass sie selber gängen, eigenständig, oder sollen wir rein unterstützen? Tragen Sie mich. Jawohl. Schauen Sie, wir machen es ein bisschen anders. Wenn der Kollege von der Polizei aufmacht, wir werden einmal links und rechts uns einhaken, dann geht es ein bisschen leichter mit dem Gehen. Ist ganz normal, dass die Knie ein bisschen weich sind. Schauen Sie, ich helfe dir ein bisschen mit. Wunderbar. Ja, ich glaube, bei ihm ist gerade ein bisschen mehr weich. Ja, alles gut. So, da. Genau, ihr werdet durch die Exekutive begleitet. Ich würde mir einen von euch beiden schnappen für eine Übergabe. Und der zweite kann sich derweil einmal entspannt mit dem Herrn Richtung Fahrzeug begeben. Passt. Dann rufe ich mal an. Du hörst an? Ja, passt. Dann einmal. Klaus, ich gehe schon mal hoch, gell? Ist in der Ordnung. So, da. So, da bitte. Also, das Ganze ist der Herr Petrov Alexander. Ja. 2.2.98. Wurde von der Exekutive aufgetroffen, halb nackt auf der Straße rumlaufend, hat geblutet, wurde auch durch ein Ureinwohnerfahrzeug angefahren, hat jegliche medizinische Behandlung da verweigert. Hat jetzt in meinem Dasein des Öfteren gesagt, er will nicht mehr, hat leider das magische Wort, er will nicht mehr leben, nicht gesagt, sondern einfach nur gesagt, er will nicht mehr. Auf weitere Nachfrage hat er dann gemeint, nicht mehr nach Hause, nicht mehr weiter Dings, aber er hat nie irgendwas von nicht mehr leben gesagt, somit kann ich ihn jetzt nicht nach UBG einweisen. Da hat jetzt der Psychologe mehr Sinn dahinter. Er dürfte Klamotten, Geld, Ausweis, alles verloren haben. Leitstelle bei Göttingen 1. Und ist etwas selbstgefährdend, weil vom Bank gesprungen, gegen Wand gelaufen und dergleichen. Hat jetzt da ein paar Bagatellverletzungen, aber nichts Tragisches, also wird er aushalten. Wunderbar, perfekt. Genau, 1 informativ, Rosk bei Eintreffen. Alexander in Prüf. Wissen wir, ob er irgendeine Allergien oder Vorerkrankungen hat? Da habe ich jetzt nicht gefragt, aber aus ihm ist auch wenig rauszukriegen, weil er mehr lallt als redet. Dürfte also ein bisschen C2 intoxikiert sein, also. Okay. Ich habe gefragt, ob er was getrunken hat, er hat gemeint, ja, ein bisschen Schluckerl, aber er hat sich da auf keine Menge jetzt wirklich begrenzen lassen. Gut. Passt. Passt, dann das war's, glaube ich, mal. Ja, perfekt. Passt. Gut, passt. Ich danke da. Ich danke. Mach diese bitte kurz ignorieren. Erkaland 1 Beifahrer von Erkaland 1 Fahrer. Seid ihr jetzt oben oder unten? Wir sind oben. Okay. Ja, hier Erkaland 1 Fahrer. Bitte geben Sie den Patienten Decke. Ist schon gemacht. Ich glaube nämlich, ihr seid. Wir müssen außer da. Brandstätter von Klausi. Kommen. Ich frage, hast du noch einen Exekutivbeamten bei dir? Negativ, ich hock schon am Auto. Schmarren. Erkaland 1, Sani vom Erkaland 1. Vom Klausi kommen. Ich glaube, er checkt nicht, da sagt man das.
Österreichisch klingt immer wie Lallen. 1-0 für dich. Erkaland 1 Beifahrer von Erkaland 1 Fahrer. Ja, komm. Ja, hier Erkaland 1 Fahrer. Frage, ist ein Exekutivbeamter bei dir draußen? Ja, vor mir steht ein Inspektor. Ja, dann soll er bitte sagen, ja, der soll uns abholen, damit wir rauskommen. Die Tür aufmachen, damit wir raus können. Flo 1, ganz dringend im Sprechen. Ist unterwegs. Ich muss raus. Klausi vom Bratsch. Okay. Hört. Ich renne nicht mit dem Sprechen. Ja, Frage, dann brauchst du noch was. Grüße. Hallo. So, warte, ich hol noch kurz den von oben. Einmal runterkommen, bitte, der Herr. Gut, der ist nicht mehr da anscheinend. Naja, dann nicht. Dann einmal bitte raus begleiten, ich finde sonst nichts mehr. Kein Problem. Dankeschön. So geht's mal. Weißt, ich hätte jetzt ein bisschen mehr Hecken, hätte ich gesagt, das ist eindeutiger Irrgarten. Na. Doch. Das ist ein Wahnsinn. Wir brauchen die Rettung noch einmal. Braucht's die Rettung noch einmal? Braucht's einen Neff oder reicht ein RTW? Ich glaube, es reicht ein RTW. Weil wir wären ein Neff. Dann würde ich nämlich den Einsatz mit der dringenden Nachforderung anfahren und wäre zu gut und würde jetzt mal einen Einsatz schreiben, dass die Leitstelle euch wem her schickt. Okay. Weil ich habe jetzt gerade, wenn ich das richtig gehört habe, Frage mit was? Rea. Ich kann leider nur anrufen, gut rufen wir an. Kein Moin. Klo 1 mit Frage, mit was für einem Patienten kommen Sie zum SBK? Ich höre Sie leider gerade nicht im Funk, das ist zu laut. Ist bei dir offen? Bei mir ist offen, Frage, da mal. Frage, mit was für einem Verletzungsmuster bzw. Patienten kommen Sie zum? Offen. Mit einem Polytrauma, der spuckt Blut, hat einen Spannungspneumothorax und ja. Verstanden, Zufahrt, Arrestantenbereich, ich warte. Servus. Servus, Klausi. Hast du ein bisschen eine Lagemeldung? 120 ist selbst ausgestiegen, wenn du nach hinten rutscht, er kriegt gerade fast gar keine Luft mehr. Yes. Okay, einmal bitte absaugen. Sehr gut. Jawohl. Passt Sauerstoff eher schlecht. Wir werden einmal. Spannungsmotorrad und beim Absaugen war auch gut dabei. Okay. Er liegt auf dem Spineboard. Mhm. Weil er was war das jetzt, ein Verkehrsunfall, habe ich das richtig gehört? Verkehrsunfall, er ist aber selbstständig aus dem Auto noch rausgestiegen. Okay. Rebecca, hast du schon im Bett bekommen? Weiß ich gerade nicht. Okay, ich kläre das. Passt. Ja. Na, lass das einmal alles rein für Thorax-Drainage. Okay. Chirurgisches Besteck. Gut, weiter absaugen, Sauerstoffmaske drauf, jawohl, danke. Sauerstoffmaske drauf, jedes Mal, wenn du es mit Absaugen so halbwegs fertig bist, sofort aufsättigen. Du ziehst mir bitte auf Fenta für Schmerztherapie. Jawohl. Bevor wir da umarbeiten, möchte ich ihn eingewackt haben und ja, ich werde mal mich um einen Zugang kümmern. Habt ihr einen Spitznamen von dem Herrn? Der Herr Karl Bauer ist das. Vorgang und aller Kinder, aber keine. Okay. Passt. Nadel hat er schon gesetzt, sehe ich gerade. Ja. Gut, passt. Dann würde ich es Fenta nehmen, sobald du es hast. Ja, einmal Fenta. Dankeschön. Passt, ich verabreiche es Fenta. Gut. Können Sie mich hören? Ja. Sehr gut. Folgendes. Zaric mein Name. Es wird jetzt ein bisschen schwummrig werden. Ja? Das ist ganz normal. Das ist jetzt von der Schmerztherapie. Es ist so, als hätten Sie ein bisschen einen Rausch. Das ist nichts Tragisches. Haben Sie irgendwelche Allergien? Oder nehmen Sie irgendwelche Medikamente regelmäßig? Nein. Nichts davon. Sehr gut. Ich höre Sie einmal kurz ab. Ja, Spannungspneu bestätigt. Passt. Richtest du mir mal her die Tupfer zum Desinfizieren? Jawohl.
Fahrstelle kommen. So, da. Ich werde wischen. Gut. So, passt. Weg. Noch einmal. Weg. Noch einmal. Weg. Passt. Leon, vielen lieben Dank für den Follow. So, dann hätte ich gern einmal ein Skalpell. Skalpell. Dankeschön. So, da. Ist geschnitten. Passt. Dann einmal Trocantor, ja. Bitteschön. Dankeschön. So. Ich bin durch. Passt. Großer Konter mit, damit man die Nadel. Wunderbar. Dann Wasserschloss. Wasserschloss. Dankeschön. Und Katheter dran. Katheter ist dran. Perfekt. Gut. Da kommt aber auch ein bisschen Blut. Also es schaut eher weniger wie ein Pneu aus, sondern eher in den Richtung Hämatothorax. Gut. Dann würde ich sagen, 15 Liter Highflow absaugen werden wir jetzt mal eher auf die Seite tun. Ich würde mir dann anschauen bezüglich Atemwege. Ja. Aber ich würde ihn gerne mal ein bisschen hochgesättigt kriegen. War er die ganze Zeit bei Bewusstsein? Bis hierher, ja. Aber die ganze Zeit. Bisher, ja. Okay, ja, da schiebt man es jetzt mal auf die Schmerztherapie, passt. Gut. Blut kommt. Herr Bauer! Können Sie mich hören? Kommen. Ja, ich wurde gerufen. Ja, sind Sie einsatzbereit? Herr Bauer, können Sie mich hören? Ja, Sie bekommen gleich was, kommen. 15.1, verstanden. Ah, er schläft. Gut. Sättigung schaut mit 85. Verbessert er sich schon zumindest. Puls von 120 ist eigentlich bei dem auch in Ordnung. Ein Druck von 90 Systole aufgrund der Blutung auch in Ordnung. Ich hätte gern. A 12 habt ihr schon pickt? Ja. Nein, wir haben erstmal nur 4er. Also, können wir es aufs 12er erweitern, sicherheitshalber? Und sobald wir das haben, würde ich schauen, dass wir so fahren. Wenn du mal das 12er pickst, werde ich noch schnell einen Atemweg legen. Da werden wir aber einen Wendel nehmen. Ja, passt. Gut. Sonst irgendwelche Verletzungen? Habt ihr irgendwas gesehen? Sonst an Verletzungen? Ich habe eine Beckenschlinge mit angelegt. Einfach vom Hergang her. Er hat gemeint, er hat Schmerzen, Brustkorb, Bauch, Beckenbereich. Okay. Offen war jetzt nichts, also irgendwo rausgeblutet, aber also Bauch wird, denke ich, einbluten. Er hat halt mit beim Absaugen Blut gespuckt, beziehungsweise beim Absaugen rausgekommen. Mhm. Genau. Ja, gut, das kann auch eine Lungenverletzung sein. Wenn es jetzt ein Lungenriss ist, kann es auch von daher kommen. Schauen wir mal das Abdomen an. Ein bisschen Abwehrspannung hat er, aber jetzt ja, noch nicht noch massiv eingeblutet, nicht Brettl hat. Gut. Oh, ich glaube, das sieht gerade schlecht aus. Da müssten sie wahrscheinlich etwas warten, bis da wieder was frei ist. Passt, Wendel ist drin. Okay. Gut. Ja, dann soll ich einen Notruf senden oder? EKG ist erweitert. Ja. Ist das schon perfekt, klar, dass sie da einen brauchen? Nein. Dann senden Sie einfach nochmal einen Notruf, dann hat die Leitstelle das auf dem. Genau, das ist das Allereinfachste. Alles klar, gut. Okay, tut mir leid. Passt. Jetzt bin ich wieder da, sorry Klausi. Bitte? Ja, alles gut, alles gut. Ich bin wieder da. Gut. Dann bitte machen wir da ein Bett aus. Wir haben einen Hämatothorax rechtzeitig. Bereits mit Thoraxreage Patient ist unter Schmerztherapie jetzt weniger ansprechbar, aber. Ich vermute, Schottbaum. Wär mal ganz recht, ja. Passt. So. Der Simpson-Fanatiker ist heute nicht da anscheinend. Nee.
aus TG. Hilf mir kurz. Was ist TG? Leo 1 im Dienst. Habt ihr vermutlich den tollsten Dialekt. Wenn ich das lese. Mal sehen, ob es noch geht. 1 von der Leitstelle kommen. 1. Ja, das ist eine Aufwertung. Die Person wurde bewusstlos kommen. Ist so verstanden. Brauch mir Naves. Mimimi. Gut, ich werde mich da mal anschnallen. Rebecca, wir buchen das Bett. Rakutan F1, einmal den Rückruftaste reicht. Wir sind gerade dezent überlastet. Sobald wir ein Bett haben, würde ich sagen, Abfahrt, es wird Richtung Schokramaker Hagen. Denke ich mal. Drei Minuten. Achso. Knapp daneben auch vorbei. Ich war langsam, aber so langsam fahre ich jetzt auch wieder nicht. Du, mit der Torx-Sinage ist es mir sehr recht, wenn es vorsichtig fährst, gell? Okay. Nur zur Info. Ich fahr schon mal vor. Ja, ich glaube, das wär machbar. Perfekt. Passt. Gut. Ja, Flo 1 in Richtung Acker habe. Wir werden einmal nebenbei noch ein Undem-Satron geben. Zählt da irgendwie, dann musst du dich nicht. Was? Dann musst du dich teilen. Hm? Dann haben wir zwei Nefs. Ah. Ja, es gibt ja mehrere Nefs. Es gibt ja mehrere Notärzte. Gut. Herr Bauer, können Sie mich hören wieder? Ja. Schau, dass die Schmerztherapie jetzt wieder ein bisschen abbaut. Wie geht's mit dem Luftholen? Schwer. Schwer. Sind irgendwelche Vorerkrankungen bei Ihnen bekannt? Nicht, nein. Mit der Luft auch nicht, irgendwie was? Nein. Okay. Rauchen's? Weniger, aber früher viel. Okay. Es schaut so aus, als hätten sie durch den Verkehrsunfall ein Trauma an der Lunge erlitten und haben ein bisschen eingeblutet. Das haben wir jetzt da behoben soweit. Aber trotzdem geht's für sie jetzt schnellstens in ärztliche Behandlung. Oder in weitere ärztliche Behandlung, ganz? Ja. Wie schaut's mit den Schmerzen aus, soweit erträglich? Ja, jetzt geht's. Okay, wunderbar. Perfekt. Sehr gut gefahren. Danke dir. Ja, hier der Leo 1 mit dringender Nachforderung. Person ca. 50 Meter gefallen. Für mich komme aktuell nicht zum Patienten. Hier wird der C9 benötigt. Kommen. C9 kann aktuell nicht bestellt werden. Frage ist, Steg ausreichend? Ja, jetzt frage ich, das ist am Kanal oben. Ich komme aber nicht runter. Wäre auf jeden Fall besser, wenn irgendjemand mal vorbeischauen kommt. Dass ich stecken kriege. Ja, zur Information, wenn es das Donauspital NEF nicht benötigt, könnte man C9, also hast zumindest zwei Leute für einen C9. Was, ob er ist, meine Güte, wem auch immer ich erwischt habe, es tut mir leid. Du hast keinen erwischt. Super. Weiß jemand, ob man einen Psychologen kriegt? Ich werde das Donauspital NEF 1 schon mal auf den C9 wechseln. Ich glaube aktuell nicht, dass ich bitte den Gebrauch. Du, Chef 1. Ja, bitte. Geht erst noch einmal von den Patienten vom SPK. Bitte? Der braucht nichts zum Trinken, der hat gerade gesagt, der hat Ich hab gleich Informationen von den Patienten. Ja. Also, ja, kein Ruhe. Dann wird man einmal um. Ja,
Petrov haben sie das mit dem Diebstahl mit Einbruch die Kollegen auch gesagt, dem SPK im Wachzimmer. Willkommen in schönen Wien, Brat, der größten Stadt. Hola. Hello, bitte. Macht ihr C9? Ich würde einen C9 anmelden, wenn er wirklich benötigt wird. Ja, dann könnte ich Pilot tun oder aus dem Brandstätter Flugrettung. Können wir machen. Sie wollen ja zuerst im Wachzimmer. Ich rede mir das auch mit der Leiche. Ja, passt, können wir machen. Gibt's mir nur Bescheid. Ich bin gerade im Schockraum. Passt, bitte. Ja, Chefarzt, ich würde dich dann bitten, wenn du sauber kommst in die Innere, gell? Ja, eigentlich eher ungut. Ich sollte eigentlich einen C9 besetzen und eigentlich würde ich da gerne mal einen Patienten übergeben. Aber ich weiß nicht, ob irgendwer... Du musst leider an den Herrn Dr. Uhr ein... Maria, schade. Ja. Jetzt urgern. Stell dir vor, ich bin Doktor. Du bist Doktor. Gut, dann haben wir den Herrn Kurt Bauer vor uns. Initial ausgestiegen, selbstständig aus dem Fahrzeug, hatte dann massive Atemprobleme durch den RTW festgestellt. Vermindertes Atemgeräusch rechtzeitig, hat sich dann das NEF nachgeholt, also uns, hallo, da bin ich. Wir haben dann eine Thoraxdrainage rechtzeitig gemacht unter Schmerztherapie. Ich habe im 0,8 Mikrogramm. Favoritenfüße macht ihren Piloten kommen. Ja, das ist verstanden. War das alles? Na, warte, ich muss kurz überlegen. Na, war Blödsinn. 0,08 Milligramm Fenta für Schmerztherapie gegeben, auf das hat er ganz gut angesprochen. Auch die Thoraxdrainage funktioniert recht gut. Wir haben jetzt eine Sättigung von 90 bei beidseits belüfteter Lunge. Der Patient klagt aktuell über keine Schmerzen, beziehungsweise tolerierte Schmerzen, die er hat, und ist jetzt kreislaufmäßig so stabil wie vorher mit 90 Systole. Mach mal. Wonderful. Herr Bauer, das wird wieder. Danke. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Danke. Gut. Den Rest danke. Machst du? Rebecca? Ja. Danke dir, Bussi. Für die Informationen, den Herrn unten, den Herrn Alexander Petrofen, lasse ich auf jeden Fall einweisen, weil ich bin jetzt ein paar Fragen gestellt, er wird ausgeraubt, bla bla bla. Da gibt's einen Psychologen im Dienst? Nee, ich glaube nicht. Es hat zu mir geheißen, und es gibt einen Psychologen im Dienst. Ich habe warum er aber kann, oder wie ich es verstehen kann, wann dass er alles nicht mehr kommt, bla bla bla. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er ja, sich selber töten wollte. Und er hat mit sie geantwortet und sie bedeutet auf Deutsch ja, so das glaube ich. Oder er wollte sie töten? Nein, sie. Ich glaube, das hat sich ja noch den. Leitstelle fürs Donauspital, Neff. Ausgezeichnet. Passt. Ja, dann lass ihn einweisen. Dann machen wir so. Passt. Ich hab noch nie einen Patienten eingeweist. Ich weiß nicht genau, wie es. Eingewiesen wäre sowieso besser. Und mit der Exekutive zusammenreden. Nach Untersuchung wird der Patient eingewiesen. Nach. Aufgrund von Selbstgefährdung. In eine geschlossene Psychiatrie. Das heißt, JVA Josefstadt. JVA Josefstadt. Weiß ich Bescheid. Gut. Perfekt. Ja, mögen die zwei Leitstelle bitte noch haben schon gut gemacht. Beenden, die bereits beendet worden sind. Danke. Oh, dass du Bescheid warst, gell? Ja, danke. Okay, dann steige ich hinten ein. Wurscht, angeschnallt? Angeschnallt. Jalla. Wir gehen jetzt ein paar Düsenflieger versenken. Jawohl, versenken. So, meine Güte, Alter, da ist ja schon wieder einiges losgegangen. Phoenix, moin erstmal. Hi.
Hatte Dienstag erst eine OP und schaue mir jetzt sowas an. Das ist bestimmt auch irgendeine Art Selbstironie. kann gut sein. Was hattest du für eine OP? Schade, kein Dauerhorn. Bin doch wieder da. Kartoffelsaat, welcome back. Doch völlig normal. Nicht schon wieder Norbom, doch. Maria, moin. Ready for go, oder Cup Match, oh. Klausi, magst du mit raus? Geh schon, die Tür ist nicht aufgegangen. Ich dachte schon, ich hab dich verloren. Hat die Tür wollt nicht. Schmoren, wir haben nichts zum Umziehen, oder? Ich hab ne Tasche dabei. Ja, ich aber nicht. So. Du müsstest mal was stecken. Ich leicht steck dir was, ja. Du leichst mal was. Grüße. Ja, moin. So, wie macht man das jetzt mit dem Stecken? Ich hab das nie checkt. Muss ich irgendwas auspacken oder? Nee. Okay. Ich hab leider nur. Nee, ich hab das Prolo tatsächlich drin. Jawohl, Prolo. Prolo. Popo und Popo. Popo im Popo, sehr gut. Wo machen wir die zweite Kommunikation? TS, oder? TS, ja. Perfekt. Ja, wir fliegen erst, Frage, wie machen wir es jetzt mit der Winde? Na, wir fliegen einmal an. Wir fliegen mal an, okay. Server Group assigned. Channel switched. Wer ist denn da? Moin. So, ich hatte bloß eine Metallentfernung am Schlüsselbein, weil ich vor 1,5 Jahren einen schweren Autounfall hatte. Die drei Frakturen am Becken sind damals so verhalten. Na schau. Marco Black Eyes, moin. Hast du schon alarmiert? Ich habe uns schon alarmiert, ja. Ja, du weißt, wo wir hin müssen. Ja, nein, ich sehe es. Leichen oder Leichen existiert es nicht oben. Aber ich weiß, wohin, ja, zum Stauber. Swiss May. Das waren jetzt seine Outfits. Ich habe nur zwei oder drei. Ready. Ja, Kabine ready. Ich würde ein bisschen in RD-Kanal. Ne, die sind im 1er-Kanal. Die sind BOS1 gegangen. Ja, Leute, euren PKW-Vollbau könnt ihr euch sonst wählen. Dann würde ich. Soll ich im 5er bleiben oder in 1er gehen? Geh du in 1er oder 3er. Ja, passt. Ist nicht so gut, ob das für uns. Ja, der C9 meldet sich. Wir sind auf Anflug in circa 2 Minuten eintreffend kommen. Die 2 Minuten. Ja. Eintritt. Was? Der K8 dürfte beim Patienten sein, so wie ich das gehört habe. Moin, ist da genau unter uns der Kleider? Ich sehe noch gar niemanden mehr. Ah, doch, da unten. Ja, ja. Wo ist der Patient? Unterhalb vom Staudamm. Rote Bandschka leuchtet. Ah, doch, wollen wir mal landen? Ja, ich würde versuchen zu landen. Land mal vorne, oder? Der sagt da irgendwo auf dem Weg. Oder du schaust es dir mal an und schaust, ob der Steg den raufkriegt. Weil wenn der Steg draufkriegt, dann würde ich uns auf dem Staudamm sehen und ja, da weiterarbeiten. Wie ihr wollt. Kommunizieren mit einem Smith Cess. Ja, okay, warte, ich gehe auch. Ich bin auch mit dem Einsatz drin. Warte kurz. 10-9 wird. Wir sind informativ laufend reagieren. Ja, also verstanden, ist es irgendwie möglich, dass wir den Patienten rauf auf die Staumauer kriegen? Wir können ihn hochbringen, lediglich wird es schwierig mit Reanimation. Könnten Sie uns vielleicht Ihren Lukas absagen kommen?
Ja, positiv. Wir werden dann einmal in Landeanflug gehen und werden euch in Lukas runterschicken. Vielleicht zur Info, laufende Reanimation, wir werden den Lukas runterschicken und sie werden unter Reanimation dann raufkommen. Passt. Wie gesagt, ich hätte gesagt, hinter dem Funkstreifenwagen runter. Ja, voll. Wo steht denn der? Weiter geradeaus. 12 Uhr. Genau. Da fliegt ein bisschen gescheiter von der anderen Richtung, oder? Also kann Lubi bei euch Flugstunden nehmen? In der anderen Richtung aufgehen. Na, kannst du auch runter. Ja, ich würde mich dann so runterlassen. Geht es aus so mit die Rohre? Locker flockig. Aus, ja. Du kannst auch noch ein bisschen weiter vorne, dass sich in der Kurve runterlässt, dann bist du komplett frei. Ja, das ist sicher, sicherer. Ist sicherer, wenn es sich weiter vorne runterlässt. Ich hoffe, dass wir Lukas drin haben. Ich hab immer mit. Das ist mir sehr gut. Oh, einer Touchdown. Weil der Scheiß ausstört, ich hasse es. Dann würde ich mit Lukas einmal mit runtergehen. Magst du runtergehen? Okay. Ich würde mich schon, ich bin eh schon angezogen. Passt. Na, muss da Dings seinen hergeben. Okay, mach ich. Außer, na, ich hab sogar einen. Ich hab sogar einen. Ich nehme mal den Lukas mit raus. So. Servus. Grüß dich. Was ist deine Glückszahl? Ich denke gerne die 156. Have fun. Wunderbar, ich bin dann unten. Perfekt. Wir bereiten uns oben vor. Im RTW. Passt. Richtet ihr mir mal bitte her Trage, dass wir gleich drauflegen können und dort zum Reanimieren anfangen können. Wenn's gut. Jawohl. Wenn's gut möglich ist, danke. Bis später, geh mal duschen. Chrissy, viel Spaß. Wo kommt er denn rauf? Da drüben kommt er rauf. Stehst gleich neben dem RTW. Ja, hier, ich muss ihn hier hinstellen. Ja, ist auch okay. Ich lass dir das Beinbord drauf, dass du einen harten Untergrund hast. Ja, es ist eh die Platte vom Lukas an und für sich drunter. Aber kannst, ist okay. Magst du mir mal nachfragen, ob was bekannt ist? Was? Naja, es wäre so eine typische Stelle für einen Sprung. Ach so, ja. Schmarrn. Schmarrn? Schmarrn. Ach so. Ich frag mal bei der Polizei drüben schnell nach, ob das wäre super. Was vermuten. Ich frag grad noch. Bei Dings. Kannst lassen, wir schauen uns gerade an. Bitte? Er fragt gerade nach bei der Regierung. Fuchsel! Hela! Wie geht's? Ist das kaum glauben? Ich habe heute schon des Öfteren. User joined your channel. Nein, nix. Nix bekannt, okay. Nein, negativ. Alles klar. Ich muss mir das Haar anschauen. Brandstifter von Klausi. Kommen. Hast du mal eine Meldung bezüglich Verletzungsmuster? Ja, Polytrauma, Sturz aus etwa 50 Meter, laufende Reanimation, instabiles Becken, instabiler Brustkorb, alle Scheiße. Warum reanimieren die überhaupt noch? Sturz aus 50 Metern. Das ist korrekt, ja. Da runter. Das. Herr Katsch. Das
den Verletzungen. Haben wir so verstanden. Sind die Verletzungen noch mit dem Leben vereinbar? Du, ich hab schon mal einen gehabt, der hat einen Genickbruch gehabt und hat überlebt. Ah, er ist wieder bei. Ein doppelten Genickbruch, so. Ist es jetzt ein Ja bezüglich? Ja, scheint so, als wären wir im Rosk. Ach so. Alter. Warum? Warum machen sie denn das? Come on. Ah. GZ, ja, sehr talentierte Sanitäter haben wir. Offensichtlich. Genug Kaffer dabei, ja, voll. Ich glaube, bräuchte man da eigentlich die Feuerwehr dabei? So offiziell? Offiziell eigentlich schon. Hm. Schon was kontaktieren? Pff, Leitstellensache, ja, wollen wir anrufen? Ja, das ist eine. Aber bis die jetzt da sind, ist der Patient weg. Hm. Warum weg? Ja, weil er im Krankenhaus. Solltest du was sagen? Achso. Ja, also Blut offiziell könnten wir es trotzdem alarmieren. Damit es nicht heißt, wir haben nichts da. Ja, wir haben ja nichts da, das wäre ja nicht einmal gelogen. Ja, aber das müssen wir in der Zusammenhang erstellen. Aber was will die Feuerwehr jetzt noch da machen? Wir haben keinen Achter, der bringt den Patienten hoch. Die Feuerwehr steht nur ja, blöd da. Ja gut, auch schon so wie wir. Ach so, ja gut. Was ja, David dann so schon ganz... Wir dann schon zu viel Leute anfangen, das müssen wir das nicht auch noch anfangen, dass wir da so viel. Ja, aber die schauen ja gar nicht so gut aus wie wir. Also. Ich komm nicht. Oh, ihr habt da was gefunden. Vom Boden, oder? Nein, in der Hose vom Brandstätter. Ah, das war das Motorrad, was ich vorher gesehen hab. Ah, schön. Bitte sag nicht, dass der. Ein Köpfler darunter gemacht hat. Warum vapen sie? Bitte? Warum vapen sie? Warum nicht? Na bitte nicht neben dem Motorrad. Vielleicht werden da noch Spuren ausgewertet. Ja, ich bin ja weit entfernt. Ja, genau, da oben können sie vapen sollen. Ich bin ja weit entfernt, ich meine, ich habe sie nicht angegriffen. Okay, na ja, gut. Es hat einen abgesperrter Tatort da drin. Genau, ja. Achso, naja, das müsst ihr dazu sagen. Und die Erdbeere, die sie da rauchen, schmeckt auch urkünstlich. Ja, das liegt wahrscheinlich daran, dass es Traube Minze ist. Um Gottes Willen. Vorsicht, einen Schritt zurück. Ich vorsichtige. Ah, na, schau, na, jetzt kenne ich mich aus. Informationen, wir sind unter Reha-Bereitschaft, kommen wir in Kürze hoch. Kann man da auch was drin und da? Ah, ich verstanden. Tanzen kannst. Für euch zur Information, die Kollegen haben anscheinend genug Gaffer mit dabei gehabt. Der Patient ist, wird jetzt gerade gerettet und nicht geborgen. Er hat noch einen spontanen Kreislauf. Okay. Na geil. Finde ich auch geil, ja, aber. Ja. Können Sie jeden 10 neuen Patienten transportieren? Ja, gell. Jein. Ja, schon. Abracadabra. Herr Tarisch, haben Sie das aber auch schon mal gehabt? Was denn? Ein Patienten, was schon mal einen doppelten Genickbruch gehabt hat, dass der überlebt? Atlas-Fraktur habe ich einmal gehabt. Warum mal bitte dringend die Rettung? Definiere was dringend. Spontaner Kreislaufzusammenbruch. Ist er kollabiert? Nein, kollabiert. Aber ohne Web daran bitte. Maria, dann nimm's in die Hand! Da bitte! Himmel! Ich nehme sowas nicht. Von der Rettung. Das ist das Teufelszeug. Jetzt eben. Da an einem Geländer aufgeschlagen oder was? Nein, er wollte gerade den MTC holen und ist dann umgekippt. Ich schätze, er ist unterzuckert oder sowas. Nicht genug getrunken. Wie ist denn der Name vom Kollegen? Das ist der Kollege. Jäger. Jäger. Der Jäger. Wie der Jäger, der mit dem Schießgewehr. Ja. Geh mich aus. Herr Jäger, können Sie mich hören? Zaric von der Berufsrettung. Traube Minze. Können Sie sich noch erinnern?
Dort, da! Herr Jäger! Habe ich da Traube mit dir gehört? Tja! Herr Jäger! Kopf, glaube ich. Obala. Ach, Jesus. Oh, Entschuldigung. Das war der Falsche. Herr Jäger, grüße Sie! Was ist? Sind Sie unterwebt oder? Was ist los? Herr Jäger. Ich höre Sie gerade nicht, das ist aber. Ja, nein, ich habe mir jetzt schön nicht gehört. Ich glaube, ich habe mir da, bin am Ausrutschen und mich am Geländer angehaut in meinem Kopf. Okay. Wie viele Finger zeige ich? 5. Ja, die andere Hand haben es nicht gesehen, ganz. Ja, passt. Also die ist vom Lenker verdeckt. Ja, alles gut. Gut. Ist ihn noch schlecht, meine übel? Meine Muskeln tun noch ein bisschen weh. Okay. Glaubst du, wenn wir ihnen aufhelfen? Jo, verstanden. Ja, probieren wir das mal. Ganz. Ein bisschen gefährlich, das da jetzt gerade zum Testen, weil doch ein bisschen abgründig, aber schauen wir mal. Ich hänge. Was, die kommen. 1, 2, 3, ruck. Irgendwie. Das hat so traurig ausgeschaut. Wie einfach so der Kopf nach hinten klappt. Ach, schön. Leider gar nicht. Ah, das funktioniert irgendwie nicht. Hm. Der Genickbruch ist bei 50 Metern sein geringstes Problem. So, dann schauen wir nochmal am Blutdruck. Ich glaube, im schlimmsten Fall müssen sie zuerst einmal ein Powernap machen und sich dann unbedingt ein Webchen holen. Bitte? Ich glaube, das werden wir mal probieren. Ja, ich glaube, machen sie mal ein Powernäppchen und dann holen sie sich ein Vape. Ich glaube, das hilft. Ohne dem geht's einfach nicht mehr. Basi, wir brauchen dich jetzt. Passt. Ich mit Zwischenbericht, das konnte eine Blutspur, so wie... Der Kollege macht einen Powernap, dann ist er wieder bereit. Motorrad festgehalten werden, der Kollege... Roller 8, Sie hatten unten reanimiert ohne Schockabgabe nach Volumengabe, hat sich das Ganze gebessert. Klausi, auch für dich. Wir haben Sturz aus ca. 50 Meter. Wir hatten unten reanimiert aufgrund einem Volumenmangel. Er hat gekriegt einen Beckengurt, er hat gekriegt einen Stiffneck, er hat zwei großdummige Zugänge rechts und links bekommen, sind gerade gelaufen, 1,5 Liter Elomel. Wir hatten unten reanimiert für etwa 5 Minuten. Daraufhin ist er eigenständig was, in den Rost zurückgekommen. Okay, was für eine Eintriffzeit haben der RTW in Sakaha? Ja, zwischen 5 und 10 Minuten. Perfekt. Ja, mach 5 Minuten draus und wir werden nicht lange mal dumm tun. Der ist 50 Meter abgestürzt. Wir können da nicht irgendwie einen großen Zamper starten, dass wir ihm jetzt großartig da jetzt weiterholen. Er ist nicht ansprechbar. Bitte? Er ist larynxintubiert, sorry. Er ist larynxintubiert. Ja, larynxintubiert reicht mal. Belüftet ist er, schön. Belüftet ist er bei wundervoll. Macht sie mir dann schnell eine Voranmeldung, weil dann würde ich dabei einladen. Entschuldigung. Was habe ich da getan? Jo. Ich will eigentlich nur seine DNA nehmen. Bitte einmal Voranmeldung, ich lade dabei. Schick mal einen Polytrauma. Machst du schon? Okay, dann nehmen wir halt kurz weg. Magst du ihn mal kurz runterlassen, damit die Polizei Sachen machen kann? Zaric, was hast du mit einer mit? Ich glaube eher weniger. Sie sollen Load and Go schauen, oder? Eigentlich wäre es nicht schlecht. Willst du noch Tramexansäure ranmachen, weil wir haben unten noch nichts Medikamente gegeben, außer die Elomel. Ja, wie gesagt, der DXA wirkt innerhalb der ersten 30 Minuten. Wir fahren 5 Minuten ins Krankenhaus. Das ist... Scheiß mal drauf. Ich würde eher sagen, wir schauen, dass wir ins Krankenhaus kommen. Das geht sehr schnell. Danke, geht schon. Gut. Passt, ich begleite euch. Jawohl, passt. Ist die Voranmeldung schon draußen? Nee, ist glaube ich gerade im Machen. Die steht gemacht, ist schon raus.
Perfekt. So, ich nehme mal deine Beatmungsmaschine. Müsstest dann herrichten, ja, wieder alles, gell? Jawohl. Wir werden mal anschließen. Anmeldung ist raus, oder? Anmeldung kommt sofort. Passt. Passt. Gut. So, Riedler, ich hab den auch kennen, aber ich war mir nicht sicher, ob es ist. Wie kriegt man eigentlich in GTA? Ich kann es ja nur in GTA RP sagen, da ist es das scharfe S. Du kannst starten. Wenn wir vor der Voranmeldung dort sind, sind wir vor der Voranmeldung da. 50 Meter abgestürzt, wie gesagt. Ich mag ins Krankenhaus kommen, wir können heraus wenig bis nichts dafür hin tun. K8 ist Höhenrettung, genau. Ja, Doggy-Style. Nice. Was machst du heute? Ich bin bis dato am Donauspital Neff gesessen und wir haben jetzt einen C9 aufgrund von einem abgestürzten, ja, Spaziergänger oder weiß nicht, was das hätte werden sollen, angemeldet. Genau. Der Pixelklick. Momoin, meine Güte, Alter, das ist ein Zungenbrecher, der Name. Mr. Pixel Glitch. Vielen Dank. Vielen Dank. Alter, ich bin ja echt im Eck. Ja, voll. Und Momoin erstmal, wollte ich sagen. Alter, Sprachzeit, du bist schon schlafen gegangen. Hundewitz. Was ist ein C9? Bist du auch bewahrt bei der Rettung? Ich bin Notfallsanitäter im richtigen Leben. Und der C9 ist der Christophorus 9. Unser Hübschreiber. Holt ihr mich dann am AKH ab? Wir holen dich. Ihr seid die Besten. Das wissen wir. Ist er heute im Einsatz in Wien? Der C9? Der C9 ist jetzt nicht mehr im Einsatz in Wien. Der fliegt nur tagsüber. Im richtigen Wien. Sprachenlernen-Bubble, dafür ist vorbei. Pixel reicht eh. Muss da keinen Knoten in die Zunge machen. Ja, das ist viel zu spät. Das ist schon viel zu spät. Muss jetzt zu Lingolan. Hm. Besser ein Knoten in der Zunge als. Hm. Mit einem Knödel im Dödel ist Vögel nicht möglich. Hört sich aus? Das Gebäude kann nicht betreten werden. Na, echt jetzt? Ich bin mit einem Polytrauma unterwegs. Ja, bitte. Wir haben da eine BMA-Auslösung, ja, gerade. Geil. Du fahrst bitte runter auf die Tankstelle. C9. Hm. Er ist bereits BSB. Ja, ja, hab schon mitgekriegt, dann hab ich auch aufgehört. C9 für den Klausi direkt. Landung bitte bei 7001 bei der Tankstelle. AKH hat eine BMA-Auslösung. Wir werden fluggebundenen Patienten nach Mödling überstellen. Ja, 7001. Genau, stell dich unter das Dach. Unter das Dach am besten, dann haben sie den meisten Platz. Perfekt. Ich lade schon mal aus, wenn man schon mal alles fährt. Bleib einmal, bleib einmal, bleib einmal. Dir weht den Patienten weg, wenn der landet. Eine Zunge im Knoten. Mm. Ich weiß nicht, ob das schlecht ist, wenn ich ehrlich bin. Ach, den Leitschläger mal. Ich sehe schon die Tanke explodieren. Ist mir egal. Ich bin angeschnallt. Mir kann nichts passieren.
K8 für die Leitstelle kommen. K8 hört. Eine Frage abkömmlich. Wo ist er lieb? Ja, bitte einrücken mit Sondersignal den Folgeeinsatz für Sie. Und rücksteigen auf Erste bekommen. K8, verstanden. So ein richtiges Klausekammer. Mm. Yes. Das auf jeden Fall. Passt. Dann können wir einmal umladen. Wenn ich das gewusst hätte. Unser Truck geht gleich raus. Perfekt. Einmal am Stretcher draufziehen. Genau, einmal umlagern. Jawohl. Und 1, 2, 3, alle hopp. Klausi, nimmst du? Ja, läuft mir nur gerade weg. Gratulation für das mit Lukas. Der Lukas ist nur eine Vorsichtsmaßnahme. Wonderful! Gut, trage weg, Attacke. Zuerst sind wir gleich einen Fleck auf ihrer Schulter. Ist dem so? Passiert. C9 fällt dir ein. Ready? Alter, ja. Frage, schreiben Sie Einsatzbericht. Lass mich kurz fragen. Nee. Negativ. Haha! Ja, aber da bräuchte ich bitte meinen Namen von ihm. Namen? Ja, eh. Hm? Name unbekannt, keine Ahnung. Ja, erklärt das mal bitte mit der Rettungstation. Und die kannst du mit der Polizei abgehen. Leitstelle für Leo 1. Ja, hätten Sie einen Namen für mich an der Einsatzstelle 3750? Eine Frage 3350 oder 37? Der hat nicht einmal einen Einsatz mehr dort. Haha. 7350. Super, so eine Salami-Pizza ist was Feines. Pulled Pork Burger ist was Geiles. Vor allem, wenn es selber gemacht ist. Das war heute. Mein Mac-Moment, ich sag's da. Mein informativster Name wäre Wolfgang Schmidt. Wolfgang Schmidt, ja, soweit verstanden. Wäre super, wenn man das nicht im öffentlichen Funk macht, aber okay. Wo war ich denn? Hm? Gib mir Rezept. Riesengroßes Fleischstück, wir haben 2,5 Kilo Fleischstück gehabt. 8 Stunden im Rohr. Geil. Wie weit müssen wir denn noch? Nichts, haben wir dann gegenüber vom LKH auf der Schotterplatz. Das Problem ist, es ist so neblig, ich sehe nicht mal, wo wir gerade sind. Neblig? Bei mir ist es extrem neblig. Wirklich? Okay, na dann zieh noch durch. Backofen oder Grill? Backofen. Aber gleich. Tobias Fighter Momoin, hi, heute mal über den virtuellen Wien. Nicht mittendrin, sondern oben drüber. Ganz noch ein Stückchen vor und dann runter, also ich sage jetzt mal circa 100 vor und circa 100 runter. Jetzt geht's wieder. Wundervoll. Genau. Und dann rechts. Stell ich mir eben gerade witzig vor, wie er einfach so hinten sitzt. Und sich das im Hubschrauber einfach total verteilt. Das ist keine Worte, das ist ja nicht gut oder unter uns frei. Polizei 1.
Polizei haben wir keine dort zu sperren, oder? Nein, aber wenn du am Schotterplatz dich hinstellst, scherst niemanden. Der ist auch relativ eben. Hotbox, ja, nice! Das stelle ich mir einfach gerade zu bildlich vor, glaube ich. Du rutschst ein bisschen auf die Straße ab. Drei, stopp. Mach nochmal 5 nach rechts. Mach ein Stück nach rechts. Ja, gut. Okay, cool. Dann halt nicht. Dann Klaus, ich komm schnell zu dir. Ich hab halt nicht gewusst, wie weit das man schon muss. Alles gut. Tragen wir zu dritt rein. Außerdem perfekt. Wurde von meinem Pilotentrainer gesagt, man kann ruhig auf der Straße landen, irgendwo macht das nichts. Ja, aber nicht, wenn da nicht abgesperrt ist. Ja, doch. Und Straßen sollten vermieden werden. Haben wir in der Pilotenschule so gelernt. Mhm. Es ist okay, wenn keine Polizei gerade einen Scherer hat zum Kämmern. Ja, trommeln gleich hinter rein. Ja, hätte ich auch gesagt. 9 für den Leo 1. Maria und Josef. Naja, denken Sie bitte an die Rechnung, trage ich das in meinen Bericht somit positiv ein. Ja, verstanden. So, da montiere ich einmal den Lukas ab. Oder nein, warte! Montier ihn du ab. Ich montier ab. Weil dann hast du gleich einen, weil ich habe noch einen. Was ist mit dem passiert? Der ist urweit abgestürzt. 50 Meter, wenn es nach mir gegangen wäre, wäre es eine Nulllinie gewesen, aber ja. Sie haben zu gut gearbeitet anscheinend. Oder offensichtlich. Ding, ding. Perfekt. Er kriegt von mir mal ein Einhornpflaster. Kümmerst du dich dabei um seine Rechnung? Ja, ich arbeite dran. Er lebt noch? Ja, eben, das meine ich ja. Die waren zu gut. Die haben, wie es der Fuchsel gesagt hat, die haben anscheinend genug Gaffer-Tape gehabt. Erledigt. Wonderful. Gut. Dann wünsche ich Ihnen einen wunderschönen Aufenthalt im Krankenhaus Mödling. Die Kollegen und Kolleginnen im Krankenhaus werden sich gut um sie kümmern. Kennst du Jürgen von RobMed? TikTok, Instagram und so weiter und so fort? Meinst du den Jürgen und RobMed? Ich glaube schon. Dann ja. Bin wieder da. Grüße, welcome back. Dann würde ich sagen, bleiben wir mal C9, schauen wir mal, ob wir so weiter Einsätze anfahren fliegen. Bleiben. Nein, Klausi, erst! Heute ausnahmsweise mal hinten. Winterlimo. Klausi! Sag doch mal. Erst, Klausi, benimm dich. Hey. Im jungen Alter. Schau, super. Ja. Hochgestellt, oder? Ah, 1A. Schneller als der Tod. Mhm. Ja, zum Durch. Was denn? Hallo! Servus! Schade, ich dachte mir, ich hab schon... Na, du kriegst Kapsel, klar. Mm. Grüße, wir würden auf dem C9 bleiben, wenn das passt. Muss nicht sein, es ist nur Kömmer. Wir können C9, wir können auch C9, Fiso und Neff. Na, alles drei geht nicht. C9, Fiso und Neff.
Gut, dann machen wir Fieser und Left raus. Passt. Ich müsste aber auf jeden Fall einmal. Okay, ich müsste auf jeden Fall einmal wieder zu Drive-In McDonalds oder irgendwie so, aber mir gerade auch da machen. Wonderful. Ja, wir landen beim Wies, passt schon. Ist das Zeit fürs Tindern? Hey? Ist bei euch ziemlich Asswetter. Pauli ist aus Sachsen. Ah, ist eigentlich echt schön. Schönen Sonnenuntergang habe ich gerade. Gehen wir mal einen Moment. Bei mir ist zum. Ja, Sonnenaufgang habe ich auch, bei mir ist. Verkehrsleitgebiet gibt es bei uns nicht. Verkehrsleitgegelnrisse gibt es bei uns nicht. Habe ich noch nie gesehen. Und habe schon oft gesehen, dass sie auf der Straße landen. Meinst du Fly-In? Das ist ein Argument. Leitstelle. Ja, mit einer Eigenwahrnehmung Postleitzahl 3010 auf der Landstraße Verkehrsunfall vor mir. Langsam. 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 Ich kann den nachhaken. Naja, das ist, wenn wir einen F brauchen, da oben, dann ist der Hubschrauber sicher schneller. Stell dir vor, mit dem C9 im Drive-In. Ranzrat hat das einmal gemacht im RP-Server, aber bei Armer RP, wo halt alles urschnell in die Luft fliegt. Wo ist denn der? Nur wenn jetzt Sicht Arken Leitkegel. Das ist allerdings ein Argument, Fuchsel. Ich lass mal Zeit beim Plan. Dann steht immer Heckrot und an beiden Seiten einer. Ich glaube, es doch besser auf der Autobahn. Du musst ja nicht sagen, wenn wir gelandet sind, dass wir gelandet. Vielleicht kreisen wir noch über den ÖMTC. Apropos, was ist jetzt eigentlich mit dem ÖMTC? Wann wird denn der jetzt endlich wieder freigeben? Eben ist mir gerade das gleiche, warum der so lange gespielt ist. Na, weil er andauernd brennt hat. Ja, aber dass er so lange sperren muss. Ja, ich vermute, dass der Abgriff wir mal. Wir haben keine schnellen Mauer. Langsam, mach langsam. Noch langsam. Ja, oder ist im Dienst kurz zuwarten, trennen Sie den neuen Notarzt für die Leitstelle? Sie neuen Notarzt hört? Ja, Frage ungefähr, Zeitabschätzung, wann Sie das Neff wieder besetzt haben? Neff wäre in circa 3 Minuten wieder besetzt, aber Frage, ist der Einsatz in der Stadt oder außerhalb kommen? Herr Leitsche, der C9, wäre schneller oben als das NF, kommen? Ja, dann bitte einmal mit dem C9 umfliegen. Haben wir so verstanden, C9 fliegt einmal. Bahnhof Grieche. Dann bitte einmal die Meldung auf die Datenbank. Ganz sofort. Sehr gut. So da. Ich muss nur kurz aufsteigen, damit die mal. Alles gut, mehrere Verletzte ungefähr Höhe kriechen. Leitstelle von Christoph Ostern. Leitstelle? Ja, Frage, welche Rettungsmittel sind vor? Wenn es Winzer ist und der Hubi auf einer öffentlichen Verkehrsfläche landen muss, dann geht's eh nicht ohne Pol bzw. Feuerwehrzwecksausleuchtung, damit die. Sind die Leitkegel und die da stehen. Seid ihr nicht einen Umweg mit Tiefflug über den VU geflogen? Nö. Ich hab Staubbildschirm, warte. Geht so auch. Wie viel verdient man als Hubi-Pilot? Ich hab absolut keine Ahnung. Bist du noch da? Ja. Aber jetzt gerade mega. Du packst das schon. Du packst das schon, ich glaube an dich. Nee. Okay, ja, bei mir aber du drin sitzt. FM reagiert nicht mehr. Kannst du mal fragen? Was meinst du in-game oder was? Pause. Ja. Bei mir leckt nichts, bei mir ist alles super. Bei mir ist auch alles super, mir ist nur der Ping hoch. Nicht einmal das. Landen aber. Ich werde halt wahrscheinlich bald umkippen aufgrund vom Hunger, aber ansonsten. Hunger, Durst und vielleicht ein bisschen Speiberitis, aber ansonsten. Alten Zeiten. Deine Kollegin Hubi.
Die verdienen, der Pilot an sich ist keine extra aus, also kein extra Schritt in der, im der Bezahlung. Das heißt, die verdienen das, was sie mit ihrem Rang verdienen. Fiso, glaube ich, verdient bei uns 600 pro Paycheck und der andere ist NKF King KI. Der müsste 55 oder so verdienen. Achso, du bist weg. Ja, ich bin gecrashed, hab ich doch gesagt. Ja, ich hab nur auf 5M reagiert. So. Ja, und dann schließen. Ist direkt bei den Griechen. Positiv. Ja, aber du kannst eh nicht am Bauernhof landen. Positiv. Ich konnte nicht ausklären, ob du einen Landeplatz hast. Ja, ich würde drüben beim Flugladen, das ist eh keinem. Ja, passt dann, Flugplatz. Ich frage mal wegen Taxi. Das Rettungsmittel am Einsatzort für den Christophos 9. Ich bin gerade nicht so genau eins. Frage, wird sie als Ressource irgendwie frei, dass sie uns am Flugfeld abholen können? Ich falle in die JA und ich falle und ich bin. Dann, nicht tot. Support anschreiben. Du hattest halt einen Systemabsturz und bist das Flugzeug geflogen. Apfelsaft oder Orangensaft? Mili? Bin immer süß, wenn solche Kleinkill in einem großen Vogel stehen. C9, natürlich mal zwei. C9 hört. Ich würde sie abholen. Hab ich so verstanden, danke. Bin mal Taxi. Schon weit schon Leo 1 bei ne. Wie lange möchtest du deinen Funkaufnahmen machen? Ah, hat ja, gewechselt. Ja, 15. Fünf. 4, 3, 2, 1, Touchdown. Ja, lass es bestanden. Gleitstelle von Benzing 1 dringend. Soll ich mit oder? Kannst da bleiben an und für sich. Patient, der den Verkehrsunfall gehabt hat, hat Lähmungserscheinungen und liegt da mitten auf der Straße kommen. Zug. Kannst da bleiben. Ich arbeite dran. Grüß dich. Hallo. Kommt noch Bahnschiff damit oder nur du? Na, der hat gerade. Oder warte, da hinten ist er. Fahr da hinten vielleicht mal kurz vorbei und ich schaue in die andere Richtung, dass ich nichts gesehen habe. Na, renn schon. Ja, ja. Ich muss trotzdem in die andere Richtung schauen. Ja. Ich bin Luft dann dabei, aber nicht ansprechbar. Ja, ja. Perfekt. Also Klaus, für dich, wir haben einen Patienten männlich, Stufenbildung im Rücken. Vor zwei Tagen hatte er eine Rippenfraktur, eine mehrfache Rippenfraktur. Beim Patienten sind Rückenprobleme bekannt, sowie in den letzten Tagen mehrfachen Explosionen verwickelt gewesen. Crasht jetzt Dame, oder? Keine Ahnung, ist vom Dach geflogen. Okay. Welche Höhe? Warte, Moment mal, wir sind zu einem Verkehrsunfall alarmiert worden und... Hey? Selbst die Frage. Also zu mir wurde... Ich habe euch angefordert. Ja, genau, ist ursprünglich ein Verkehrsunfall. Daraus sind drei Patienten geworden. Einen hat Asensio bei sich im RTW liegen, dem hey? Ist in Ordnung. Einen hat einen Meierhofer abtransportiert, wenn ich mich nicht irre. Und ich hab den dritten, der vom Dach geflogen ist. Benzing 1 für letzte Kammer. Okay. Will ich wissen. Informativ Leo 1 Volt kommen. Nö. Nee. FFLO. Er ja, ist so verstanden. Jawoll! Da wären wir. Wundervoll. Alles mitgenommen, was wir mitnehmen. Ja, Flugretter und den Notarzt. Grüße. Oh, ich hab schon mal gesehen, dass er im Dienst. Grüße. Oh nein. Bitteschön. Was ist passiert? Oh Gott.
Franzi, da bist du es. Ich bin's. Oh Gott, ich glaube aber. Wie vorhin schon gesagt, vom Dach gefallen, klagt über Rückenbeschwerden. Wir haben auch eine leichte Stufenbildung am Rücken. Vor circa 2 Tagen hatte er eine mehrfache Rippenfraktur. Ja, Franzi, da am Wochenende, ja, weiß ich nicht, ob ich das grundsätzlich bekannt. Ganz kurze Frage, können wir losfahren, weil wir haben auch einen Patienten. Ja, macht Abflug. Okay. Was war's? Grüße! Zaric, mein Name. Wie geht's? Hat er schon was gekriegt, dass er zum Lallen anfängt, oder ist das normal bei ihm? Stockbett anmelden. Nein, ich erinnere mich so grob an sie, ich war ein bisschen besoffen da. Das ist ja eine gute Idee. Wie sind dein Name? Keine Medikamente. Lukas Bauer. Überall. Wir hatten jetzt 3 ja. Verletzte. Ja, kennen wir sich aus. Ja. Gut, ja, was ist passiert? Ja, erklären Sie mal. Ja, ich wollte da gerade arbeiten gehen und dann, also da, nicht da oben, sondern da hinten am Schuppen und dann kam da auf einmal ein Auto und dann hat es leicht Rums gemacht. Ja. Mir ist jetzt erklärt worden, es hat einen Verkehrsunfall gegeben und mir ist erklärt worden, einer ist durchs Dach gefallen. Mir fehlt jetzt irgendwie gerade so ein bisschen an den Informationen, wie ich das jetzt zusammenbringen kann. 3 Verletzte. Ja. Shell, hast du schon einen Zugang gehabt? Negativ. Einer ist da vom Dach gefallen, weil er da was repariert hat. Die andere hatte schon einen Mödling vorhin Unfall und ich bin da angefahren worden, also Verkehrsunfall sozusagen. Also du bist jetzt angefahren worden, nicht durchs Dach. Nein, Schrittgeschwindigkeit. Nein, ich nicht durchs Dach. War trotzdem halt auf. Okay. Und deine Schmerzen sind jetzt wo? Linker ganzer Körperbereich und Rücken. Okay. Bauer, ich würde hast dir Zugang legen, gell? Ja, mach mal. Hast du... Moment mal, wir sind beim Bauernhof von den Griechen, oder? Ja. Ja, habt ihr Hunger? Ich. Also da, ich danke für die gute Patientenbetreuung. Was ist die Bestellnummer? Bin super. 70. Das wird gut. Shell, magst du mir mal eine Erinnerung? Ich wäre auch mit einem Apfel oder so zufrieden gewesen. Irgendwas zum Runterspülen gibt es auch noch? Oh Gott. Ganz nett, danke. Na bitte. So, wo waren wir? Das Mindeste. Also kriege ich auch was. Oh Gott, ja, ich gehe gleich in die Küche. Wie war das jetzt so? Sie wurden angefahren. Du mich auch. Ich würde dich einfach. Auf einer Skala von 1 bis. Entschuldigung, jetzt habe ich da so ein bisschen aufs Hemd gekleckert. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie schlimm sind die Schmerzen? Jetzt schmier ich, nein. Soll ich dranhängen oder 6, 7. Hängen die. 6, 7. Okay. Ich habe halt dauerhaft Rückenbelastung, das ist echt die Scheiße für meinen Rücken. Also bewegen mag ich mich gar nicht. Ja, sie liegen ja schon auf einer Vakuummatratze, wie wenn die absaugen, dann ist es ein bisschen geschützt, also gestützt, das Ganze. Ja, kann ich. Er ist schon komplett immobilisiert. Die ist schon komplett. Also jetzt, wo es auf der Vakuummatratze liegen und das angeformt ist, ist es besser mit den Schmerzen oder immer noch vorhanden? Ja, es ist, also ja, nicht mehr so extrem. Ja, natürlich. Nicht mehr so gewaltig. Sehr schön, lass ich. Auf einer Skala von 1 bis 10? Ja, 4. 4. Wenn ich Brennstädter sehe, wieder 5. Nein. Ja, dann würde ich fast sagen, dass wir mit dem RTW fahren. Wird schlimmer sein. Nein. Brennstädter. Ich will mal Brennstädter fliegen sehen. Ich habe ihn nur mal eingewiesen. Ja, der Brennstädter tut nur co-pilotieren. Wer fliegt? Und ich mache die Holzhammer. Danke, urlieb. Wer fliegt? Verteile einfach mal in die Runde. Der Kurt Müller fliegt. Genau. Wer ist denn jetzt zur Leitstelle? Niederberger. Ich kann mich drum kümmern. Na, nur, dass wir fragen, ob wir einen Folgeeinsatz haben oder nicht, weil... Über das Tablet anrufen, gell? Das mache ich so ungern. So unpersönlich. Also nicht mit dem Rückruf, du kannst auch... Ja, ich weiß sie. Ja, das wäre ich eh. Ich mach mal. Ja. Gut, Shelly, ich würde vorschlagen, wir gehen schon mal ins Auto. Gehen Sie mal zum Auto. Ja, wir wollten noch nicht unnötig viel bewegen, ohne... Ja, wer ist eh auf der Wacke? Jetzt 9, bitte. Ja. Grüß dich, Frage. Haben wir einen Folgeeinsatz oder nicht? Aktuell nein. Okay. Und ist das AKH jetzt wieder bespielbar oder nicht? Ich habe noch keine Meldung gekriegt, dass es wieder frei wäre. Okay. Dann ist meine Überlegung, dass man einfach bodengebunden nach Mödling, weil an und für sich, der hat nichts gekriegt, gar nichts, dann. Ja, ist glaube ich fast gescheiter. Gescheiter, ja. Passt. Gut, danke dir. Danke, Papa. Was ist das, wenn du so 2 schöne Patches draufklebst? Ja. Wenn du einen Karton machst? Ja.
Basistool bist und dann wieder zu dir kommst, in Sinuskopf. Gut. Folgendes, dadurch, dass das AKH gerade noch nicht bespielbar ist, wird für mich das Krankenhaus Mödling mehr Sinn machen. Und Krankenhaus Mödling sind wir RTW gebunden, schneller. Er hat von mir keine Schmerztherapie bekommen, er hat von mir an und für sich nichts bekommen, außer Flüssigkeit. Das heißt, ich habe jetzt auch keine Angst, den dir mitzugeben. Passt, wunderbar. Perfekt. Wunderbar. Dann schreibt aber die anderen Bericht schreiben, oder soll ich gleich schreiben? Ja. Wir haben gar nichts gemacht. Genau. Du bist Transport, du machst das. Viel Spaß. Keine Ahnung. Heute bei der Bauer. Du bitte nach Mödling zum Flugplatz. Achso. Also Bauer, würde auf der Frage nichts machen. Ich mache das auch. Müller, für dich zur Information, das ist Storno für uns. Wir werden dann wieder Abflug und einsatzbereit. Ja, klar, ja, unser Notarzt will noch mit rein. Außer der kann laufen. Fahr mal über die Dings, fahr mal über den Flugplatz, oder was? Der Klaus, ja, der Klaus, der kann laufen dafür, dass er mich sehr gut behandelt hat, also nicht ignoriert hat, gar nicht. Hab ich nicht. Nein, nein. Ja, der Kalan. Oh, hallo. Klaus, ich glaube, der Bauer mag ein Propozäpfchen. Na. Kabine. Was? Kabine Rette. Na, dann gackt er sich an, wieder ehemalige L-Präsidente. Nein, ich bin auch so wieder. Pass auf mit den Hasen hier, die sind manchmal ein bisschen. Nicht die Hasen, die Hühner sind manchmal. Ja, die Hühner sind da auf jeden Fall ein bisschen tot bei mir. Ja. Naja, die sind auch, wenn man hier schnell längs fährt, manchmal Stein hat und dann fliegt das Auto. Sind die Hühner platt wie Teller, war der RTW wieder schneller? Ja. Ach, wie man. Aber hier, Brandstätter, hier ist der Flugplatz, wo ihr, wie du meintest, bei der Ausbildung. Okay, jetzt verstehe ich. Na, es können sie gerade im Dienst, wenn ja, dann grüße ich mal schön von mir. Und sie ist mal. Echt? Ah. Dann schöne Grüße mal ausrichten, bitte. So, Bauer, ich will dich Samstag sehen, sonst. Ja. Passt, gute Besserung, Papa. Wenn du schöne Grüße machst. Bye bye, haben Sie schon was gegessen, Herr Zaritschitz? Ja, ich bin voll versorgt worden, Herrst. Ja, ich auch. Wenn du was willst, ich würde sogar teilen mit dir. Ja, ich habe auf jeden Fall auf Zentrale 1 eine Fortmeldung geschickt. Ich wollte gerade sagen, ich bin nicht der Einzige, der nicht reinkam. Hallo! Ja. Schnucki! Ready? Ja, du? Ja, Kevin. Ich habe den Funkspruch gerade mitgehört, informativ. Ich habe nämlich genauso keine Planbegangen bekommen. Ich hätte das auch ganz schön krass. Schmarrn! Den wollte ich geben. Ja, Chrissy, wie gesagt, das verstehe ich auch nicht ganz, warum es so mal dumm. Kannst du mal ihnen zeigen? Natürlich. Guck. Alles low-poly, alles gar nicht mal so hübsch. Ich sehe gar nichts. Vielleicht sollte ich fliegen. Flieg einfach so, wie du das gerade machst. Ich sehe die Bergung. Ja, das ist etwa. Wenn es willst, kann ich fliegen. Kobo sitzt hinten. Ja, das ist, weil er wahrscheinlich gestiegen ist. Das ist passiert. In der Nacht fängt es ja auf. Nur noch geht noch Navi. Naja, dann funktioniert es. DS-Nachrichten aktuell wieder. Sollten die Voranmeldungen weiterhin nicht zugestellt werden, bitte Bescheid geben. Ist also gefährlich. Eine halbe Stunde fahre ich noch um 10 Minuten auch da. Ich werd nicht den Mut. Bin ich early. Grüß Gott. Können wir landen oder sollen wir gleich noch weiterfliegen? Na, ich würde sagen, land mal. Fahr mal. Er telefoniert gerade. Ja, passt, danke. Du. Ja, weißt du, wenn wir schon in der Luft sind, weißt du, fahr ich bald. Also ich habe SDS mit Test bekommen. Test. Jo. Ich auch. Jeder. Mal schauen. Also funktionieren's. Ich sag mal so, die meisten Fehler sitzen 20 cm vom Bildschirm. Oh. Hat sie damit erledigt.
Nicht 20, sondern 40 cm. Ja, doch, hast recht. Also, sonst haust du schon die Augen zusammen. Ich meine, kommt auf den Bildschirm an, aber ich mit meinen 32 cm. Also, 32 Zoll wollte ich sagen, nicht Zentimeter. 32 Zoll, Bildschirmdiagonale. Nicht, was ihr denkt, ihr Schweinchen. Ich glaube, da werden 20 cm davor sitzen, doch ein bisschen kacke. Also, wir sind so hoch. Ah, ich hasse es. Ach ja, und unser Patient von Ding hat noch eine Ausreise bekommen, ne? Ja. Wegen Verstauung. Weil, Unfall so nicht gut. Was? Der Unfall war nicht so gut. Na, so habe ich mir gedacht, nachdem ich die Dame mit der speziellen Weste rumlaufen gesehen habe. 5. Ja. Moritz, ja. Drei. Zwei. Eins. Halben Touchdown. Wie steuert man den Heli? Maustastatur. Maustastatur oder du hast einen wunderschönen Controller oder du bist ganz fancy ja, unterwegs. Guck mal, wie wir das machen mit der Einsatzkleidung. Ein Carry. Ach, come on! User left your channel. Disconnected. So. Nase mit Ausfluss. Welche Unfall war nicht gut? Nefs sind weg. Das ist beim Review jetzt normal, dass die da verschwinden. Franz war in der Garage, vielleicht sind sie in der Garage, Anton falls zweites Nef und einmal die andere Hälfte des Stadtes informieren. Fliegt er heute wieder? Ich denke mal nicht. Ich hab mich schon umgekümmert. Du bist so gut. Na dann, erstmal das Wichtigste am Tag. Rauch. Vapen, wenn ich bitten darf. Rauch ist Rauch. Eben, und das ist Vape, das ist Dampf. Alles ist Rauch. Oder Rauch ist nicht Rauch. Mit dir, weißt du, warum du nichts gesehen hast? Warum? Weil du gewaped hast. Wegen der Hotbox. Chrissy, der Unfall oben am Staudamm. Ich weiß nicht, ob das ein Suizid hätte werden sollen, er hat ihn aber nicht angekündigt, was halt eher unklug ist. Und wir holen uns ab. Ich denke, unser alter RTL. Ihr RTL. Du denkst, bam, 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 bam! Also hoffe ich zumindest. Würde ich feiern. Ihr RDL. Bum 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 bum. Können wir das bitte einstudieren und können das bitte so singen? Okay. Ihr RDL. Wenn er kommt. Dun, 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 dun. Ihr RDL. Bum 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 bum. Hat die eigentlich ins Hirn geschissen? Ja. Oh, wie geil. Was denn? Schon wieder einer gefragt, seit wann stellt die Rettung Rechnungen aus? Boah, achso, ich hab mir gedacht, das ist schon wieder ein Fleischfilm. Ja, auch. Ja, da soll ich mal fragen, ob die Leitstelle ein Taxi hat für uns. Oder wir fragen die Wien Energie. Du.
Sie werden sicher auf mich warten. Wir machen Dienstsport, wir laufen zurück. Ja, der Fieso kann ja schon mal vorlaufen. Fix nicht. Ja, tut der Fieser kann laufen, wir warten. Mir würde das echt immer interessieren. Ich würde schon cool finden. Ja, dann hier. Der Fußbus fährt immer. Na, ich laufe wirklich. Da schauen. Baba. Ein Trottel. Hast du gerade ganz zufällig wen in der Nähe von Ultiz? Ja. Of course I can tell you about Epsilon. Skateboard time, ich hab kein Skateboard, das ist das Problem. Well, you know, on second thought, ja, passt, danke. I can't really tell you about Epsilon. Wir wärmen dem alten Fieso Caddy ab. Yippie! Lufttaxi, Storno. Liebe Kollegen vom C9, der Polizist wird uns dankenderweise runterbringen. Ja, fragen Sie mal, ob er vielleicht zu uns fährt. Ich dampflocke mich in seine Richtung. Ja, Probst, das ist für dich auch gestorben. Ja, so verstanden. Ende. Ich dampfe mich in seine Richtung. Ich bin eine Dampflok. Wollte der Fieso nicht eigentlich laufen? Ah, warte, da kommt das Taxi. Wir gehen auf die andere Straßenseite. Oh, der dreht sogar. Oh, geil. Ich bin eine Dampflok. Was ihr nicht seht, das ist ein Polizist, der nett ist und uns runterbringt. Ausnahmsweise. Wie war das zum Thema Laufen? Ja, bis dorthin ist er gelaufen. Richtig. Und dann ist mir der Polizist untergekommen. Ist sehr sportlich. Ne? So schrecklich. Aber eigentlich fühle ich mich in der Uniform am Rücksitz irgendwie schon ein bisschen ungewohnt. Ich sollte wieder die C9-Uniform anziehen. Das wäre normaler. Aber weißt du, ich habe einen Ansporn gehabt, dass ich mir gedacht habe, ich laufe, aber dann haben wir gedacht, ah, so cool ist das. Aber da würde doch nicht so groß sein. Es wäre nur ein Kilometer, das geht fix. Ich wollte jetzt wirklich durchziehen, aber dann haben wir gedacht, ja, scheiße, jetzt fahr da noch vorbei, dann fahr ich gleich. Könnte man ja vielleicht mal anhalten. Ja, eben. Auto stoppen. Ich hab's ihn ja noch gesehen. Muss ja ich die Augen fressen. Ich habe ihn gewunken, aber er hat mich nicht gesehen und ich habe mir gedacht, ist halt weitergefahren, was soll ich machen? Er hat keinen Bock auf uns. Ja. Ich hätte uns schon ein Taxi organisiert, die Leute hat's abgeholt. Ich schrei halt extra so nachher. Damit er uns ja auch mitnehmen. Ja, ich weiß schon. Und wie hat das ausgesehen? Oh, Hilfe! Schwester! Ich brenne! Bleib stehen, kriegst du 50 Euro! Oh, Junge. Nein, ich hab ihm was Intimeres versprochen. Ach so. Schau. Okay. Vanillepudding. Aber, nein, schwarzen Vanillepudding. Oh, Deswegen sitzt ja vorne. Ich verstehe. Na ja, dann wünsche ich euch dann noch eine gute Weiterfahrt in ein stilles Kämmerchen. Genau, das Neff wird sich wieder arbeiten gehen, was genau, der Fieso macht. Genau, der Fieso macht grausige Sachen. Ja, aber was hast du grauselig? Bis dann, Schatz. Gut, dann wünsche ich danke, Papa. Pauschalpreis macht pro Person 500 Euro. Preise sind gestiegen. Das gehen wir dann zu Hause privat. Achso, so machen wir das. Ja. Warte, bleib kurz. Na geh, brauchst du nichts geben jetzt. Schmarrn! Ich kann da eh nichts geben. Ich zahle in Naturalien. Deine Glückszahl ist 202? Ja. Ui. Und. Weil das haben wir gerade gekriegt beim Einsatz und. Geil. Denk mal, bitte. Passt, danke, Papa. Baba. So, Lonely Arnold, vielen lieben Dank für den Resub im dritten Monat mittlerweile. Dankeschön. Ja, wie alle neben der Bewusstlosen
Salam alaikum. Anstatter, was los? Wie alarmieren wir bewusstlose Personen? Über unsere Ausrückeordnung. Aber bei dem mit welchem Code? Muss ich jetzt so nachgucken, worum geht es bitte? Na, guck mal nach. Warum zusammenstehen. Ich bin gerade in einer Einschulung. Guck mal bitte, ja, guck mir das bitte kurz. Ich geh da mal weg. Ja, bitte. Hat das nicht später Zeit? Gehen wir mal kurz auf die Seite. Ja, danke. Ja, ist so schön. Und? Gut, dass ich gelaufen bin, so haben wir Taxi krieg. Ja, so, jetzt gehen wir. Ich hab's jetzt einmal reingeschrieben, ich hoffe, das passt einmal, oder? Was hast du wohin geschrieben? Fiso-Bereich. In einem Bau. Fiso-Bereich. Ich spreche Wallisch. Ich find's halt nicht. Fiso, oh, ist sogar da. Na, ich hab mich informiert, Herr Zaric. Na, der Ganze. Ja, ich hab einen Herrn Gonzales informiert, den Namen also gestrichen. Weil der hat nämlich auch die GoPro. Ja, deswegen weiß ich es. Der Besen muss aber noch kehren heute und morgen muss ich früh raus. Baba, brav bleiben. Huxl, ich wünsch dir was. Vielleicht bist du am Sonntag da. Mal rein. Noch ein bisschen Rest bin ich voll und ganz hier im Stream. Boy, zwei Bildschirme. Einmal Stream, einmal LS. Nice. Und er hat zuerst gemeint, Gleise für den Zug. Und dann habe ich gesagt, ja, am besten ist er einmal zuerst unter Beobachtung setzen, ob er sich bessert oder nicht. Okay. Ja, schauen wir mal. Servus. Chrissy, ich wünsche dir was. Gute Nacht. Warte. Was ist mit GoPro? Ja. Was soll mit GoPro sein? Für mich. Über dich oder für dich? Über dich kann man das gar nicht regeln, aber für dich auch. Na, ich hätte etwas, was wichtig ist für dich, was du wissen solltest. So, mein zweites kaputt, kaufe ich mir bald einen neuen. Ah! Na bitte. Na, ich weiß nicht, ich kann mit einem Bildschirm kann ich einfach nicht arbeiten. Bin ich einfach fertig. So, ich geh mal, ciao, Tobias weiter, hau rein, Papa. Du sagst, der hat GoPro. Wer hat GoPro? Achso, da, Dings, der Gonzi hat GoPro geguckt, das wollte ich sagen. Das war der Plan hinter der Aussage. So, ich wollte eigentlich etwas schreiben, und zwar kommt das in... Wo ist der Ganze? Weiß er eh. Fucking hell! Die anderen drei Stellplätze sind für unsere Rettung. Bist du Leitstelle? Bestimmt. Ich bin keine Leitstelle, nein, ich mache gerade einen Einschub. Alles klar, dann stelle ich nicht weiter. Die Leitstelle befindet sich dort hinten. Alles gut, Saric. Leitstelle ist Notspital Nef. So, haben Sie dazu erstmal... Leitstelle. Die Frage, wird ein Notarzt benötigt? Wissen wir das schon gesichert? Wie gesagt, die hinteren drei Stellplätze sind hauptsächlich die Stellplätze, wo Sie sich ab hier... Nein, ist derzeit noch gut, ja, wurde mal vorsichtig aufstellen können. Habe ich verstanden, ich könnte nämlich alternativ ein SCG 1 und SCG 10 anbieten. Gerne draußen aufstellen, mit einem Fahrzeug. Sprich Einsatzleitung vor Ort, komm mal. Ja, alles klar, dann kommen Sie noch mal ganz kurz mit. Darf ich SCG 10 fahren? Ja.
Oh. Ja, Einsatzleitung wäre besser, bitte als Einsatzleitung zu vorankommen. Wir haben wir so verstanden, dann ist der SCG 1 im Dienst. Und der SCG. Treffer! Gibt's einen Einsatzstellen vom Kommen? Ja, bitte in BOS 1 ausweichen. Nein. Oder muss noch auf die Zuweisung warten kommen? Zuweisung folgt zu weit. Das ist ja ganz los. Deutsche Blue 1. Lagemeldung von vor Ort, die Feuerwehr ist bereits wieder am Abrücken, Feuer ist aus, keine Patienten mehr in Gefahr kommen. So verstanden, es ist dann ein Storno für alle zu fahrenden Kräfte. Leo, so mit. SCG 1, verstanden. SCG 10 ebenfalls verstanden. Ja, das dann halt nicht. So. So, jedes Mal der Schrecken, dass ich ausfalle, wenn bei dir der Pager läutet. Bin gerade im Dienst. Ja, kenne ich. Aber finde ich halt auch geil. Ist halt bei mir derselbe Pager-Ton, aber... Es ist ein bisschen ein anderes Funkgerät-Tüteln. Aber Pager-Ton ist dasselbe. Dann sollte eine große Liste bei Ihnen erscheinen. Ja. Dann drücken Sie einmal ganz kurz auf zurück. Ja, und dann gehen wir einmal zu einem. Vorne für alles auf Support ist die Feuerwehr im Abrücken brand aus. Alles klar. Ja, ist bereits bekannt, danke. Herr Notarzt, was war das für ein Auto? Der ehemalige K7 und wird jetzt als SCG 1 angemeldet. Das heißt, auf. Probst das. Hauptinspektionsoffizier. Sprich, Rettungsdienstleiter und sein Stellvertreter. Das ist ein Brandstätter und EWB. Der Brandstätter war mit SCG 10 unterwegs. Das ist Führungsunterstützungseinheit. Alles klar, danke. Herr Zaric? In Kürze. So, ja, bitte. Kurze Frage, wie sieht denn das aktuell termintechnisch aus mit einer NEF-Fahrerschulung? Eine Woche Zeit lassen noch. Die wird wahrscheinlich in Richtung Webinar umgeleitet. Also E-Learning Webinar. Eher in der E-Learning umgeleitet. Die Cafeteria ist heute mal nicht betreten vor Grund. Heißt, da muss ich dann nicht warten, bis mir irgendeine Einstellung gibt, sondern das geht dann alles über... Genau, du kriegst dann... Also es gibt dann Freigaben für das E-Learning und ja, sobald das E-Learning gemacht ist, zwei Einschulungsdienste oder drei Einschulungsdienste und dann wäre es normaler NEF-Fahrer. Ja, so positiv. Die Cafeteria, ein kleiner Bereich der Cafeteria. Klausi, ich verlasse dich jetzt als Lenker. Ja, so bin ich es gewohnt. Ja, tüdelü. Bisschen aufs Wissen. Der Kaffeeautomaten, was dann drin angefangen hat, deswegen ist er halt einmal gesperrt. Ja, das ist so verstanden. Informativ, der Bauer bitte einmal zu mir, sobald wieder eingerückt kommen. Ja, verstanden. Wie kann man so langsam reden?
Ja. Wie? Ich meine ernsthaft, ich hoffe, ich störe euch jetzt gerade nicht bei irgendwas, aber ja, Alter. Ich hab alles bei Ihnen. Also mit der geschafft macht. So, entschuldigt mich übrigens für dieses Chaos jetzt gerade, das war jetzt ein bisschen uncool, dass halt der Probst das als Einzelkämpfer da irgendwie mal durchgedruckt hat und ich aber nichts davon gewusst habe, was eigentlich abgeht. Das war jetzt ein bisschen sehr chaotisch, alles mit Hand. I'm sorry. Alles gut, du. Kartoffelsalat, ich wünsche was, Papa. Wie viel Pulled Pork ist noch im Kreislauf? Zu wenig. Mehr wäre immer geiler. So, da ich. Unterbringungsgesetz ist weg, Personalstand. So, da. Das passt. Oh. Gib mir ein Bild des Möglichen Krankenhaus, bist du noch ein paar voller Erfolg. Dann würde ich mal starten. Ja, das Problem ist, das war eine einmalige Sache. So, das erledigt, das erledigt. Ein Kreuzer muss ich noch setzen. Mann, wie ist der jetzt da? Da ist der jetzt da. Die Leitstelle informiert, ich räume das Leitstellensystem auf, somit bitte jegliche Sprechwünsche und Einzelrufe, die in den nächsten paar Sekunden kommen, ignorieren. Ausnahmsweise. So, meine Güte, ich liebe es, wenn ich nebenbei noch hakeln darf. Einfach eine 8 eintragen und dann können sie die Leitstelle sozusagen dort hineinlegen. Natürlich, der Rettung ist da. Ui.
Weißt du, für das hast du ihm jetzt da einfach mal aus dem System rausgehauen. Der war gerade schön am Sortieren und du. Ja, kurze Info, aufgrund der aktuellen Lage im AKH werde ich mich mal ausbegeben, mein Bruder ist natürlich liegen. Dann haben sie ja immer noch 10 Stück für den ersten Angriff immer bei sich. Ja. Rucksack wieder schließen möchten, einfach wieder über den F2-Muskel den Rucksack schließen und dann können sie den Rucksack, sofern glaub, sie nicht benötigen, ablegen in ihren Muskel. Aber alles klar. Dann gehen wir jetzt noch einmal ganz kurz in das Hauptlager. Ja, ich werde auch außer Dienst gehen. Tag war lange genug. Ein Schläfchen zwischendurch. Außerdem ist am Sonntag sowieso schon der nächste Stream. Am Sonntag kann ich dann auch wieder ein bisschen länger. Den freue ich mich irgendwie schon auf den Sonntag-Stream. Mal gucken, dass das passt. Yes. Also, meine Damen und Herren, Sonntag ist der nächste Stream. Dankeschön. Für? Rack. Achso, ja. Hat er, warte, hat er jetzt was ausgeschrieben oder? Ausgeschrieben ist nix, ich hab nur Rollen bekommen. Alles klar, passt, dann muss ich das noch machen, dann mache ich das gleich. Mach noch schnell die GoPro aus. Und dann, ja, passt, jetzt seid ihr auch da. Passt, dann schreibe ich das. Gut, cool, cool. Dann bin ich einmal außer Dienst. Ich küsse eure Augen. Wir sehen uns am Sonntag, wenn's da seid. Passt, dann sehen wir sich nicht, ist auch in Ordnung. Doch, sicher sehen wir sich. Passt. Natürlich sehen wir sich. Papa. Praktikanten auch wählen. Papa. Bitte? Guter Praktikanten auch wählen. Danke, Klausi. Ich weiß gar nicht, wie es ausschaut. Bitte, bitte. Danke, Klausi. Bitte. Weißt du, für was überhaupt? Bitte? Weißt du, für was? Ich setze mir dasselbe wie der Niederberger. Nein, eins höher. Ja, aber halt wegen der Rackvergabe. Das kam unerwartet. Naja. Das ist der beste Klausi, oder? Weiß ich eh, ich bin auch der einzige Klausi. Ja. So, Bauer, du kommst mit. Passt, gut. Was habe ich verbrochen, was habe ich. Dann, ich wünsche euch einen ruhigen Abend. Aber was, wie mache ich das jetzt in Ausbildung weg? Also was für Ausbildung? Du machst mehrere Prüfungen mit einem Lehrsanitäter. Okay. Das heißt, es wird, du kriegst es erzählt, ja. Dir wird gezeigt, wie das Prüfungssystem ist, da schaut er mehrere verschiedene Prüfungen bei verschiedenen Prüfern an. Und wenn du dann so zwei, drei Prüfungen hast, meldest dich bei mir und dann kriegst du das in Ausbildung weg. Achso, ich bin einfach nur einmal dabei bei irgendjemandem. Genau. Prüfung. Du kriegst das erklärt, wie was waren. Wunderbar. Busse. Thank you. Baba. Schlaf gut. Ebenfalls. Träum von gut. Mir. Träum von was Schönes. Also nicht von dir. Ja, dann halt von was Schönes. Das auch wunderbar. Wieder schon. Soda! Meine Güte! Sogar beim Gehen wirst du aufgehalten. Das ist ein Wahnsinn. Es geht runter wie Kaugummi. So, sie ist jetzt. Spiel aufgehängt. Geil. Oh, alte 4. Okay, nicht mal alte 4 funktioniert. Na, geil. Es geht halt runter wie Kaugummi. Ja. Meine lieben Damen und Herren,
Ich bedanke mich vielmals fürs Dabeisein. Es war heute wieder ein, ich sag's ganz ehrlich, ein überdurchschnittlich gut besuchter Stream. Ich hoffe, ich konnte euch unterhalten. Ich hoffe, wir sehen uns am Sonntag wieder. Sonntag, circa selbe Uhrzeit. Ja, haut rein. Ein schönes Wochenende, schöne Dings. Haut rein. Macht's gut. Tschüss.